Kassi, herzlich willkommen zu dieser Auftaktveranstaltung unseres Projektes Bezahlbar Wohnen im diversen Sozialraum. Und dass Sie so zahlreich der Einladung gefolgt sind, freut mich und es ermutigt uns hier im Bundesverband wirklich sehr, uns noch engagierter und intensiver und differenzierter mit den verschiedenen Facetten einer sozialen Wohnungspolitik zu befassen, die über Wohnungsnotfallhilfe und die Armutspolitik hinausgehen. Und das ist die Grundidee dieses Projektes. Das Projekt hatte einen kleinen Vorlauf. Wir haben hier intern eine kleine Arbeitsgruppe eingerichtet, wo wir aus den unterschiedlichen Bereichen von barrierefreiem Wohnen bis hin zu Wohnungsnotfallhilfe und so weiter alle zusammengeholt haben. Wohngemeinnützigkeit, ich sehe Herr Hofmann hier auch dabei, und haben mal geschaut, wie bringen wir das eigentlich gut zusammen? Und das Ergebnis ist eben dieses Projekt. Und wir hatten gestern als Wohlfahrtspflege, aber auch unter Beteiligung der TAFEL, der BAG Wohnungslosigkeit, des Mieterbundes, ein Gespräch mit Frau Geiwitz, was auch nochmal in dieser Komplexität des Themas auch ganz optimistisch machte, weil das im Bauministerium tatsächlich auch die unterschiedlichen Facetten, eben auch die Wohnungslosigkeit, das Wohngeld, all diese Dinge zusammengeführt sind. Sozialdialog hat Frau Geiwitz dieses erste Treffen genannt. Und was da auch sehr ermutigend ist, ist, dass sie eingeladen hat zu einer Reihe von Dialogen, die sie mit uns tatsächlich auch führen will, wo sie uns auch in den nationalen Strategien aktiv einbeziehen will. Das war ganz wirklich erstmal sehr einladend, aber auch hoffnungsvoll, dass wir da mit unseren Perspektiven der Wohlfahrtspflege, der Diakonie dann ganz gut aufgehoben sind. Viele von Ihnen begleiten und unterstützen in ihrer täglichen Arbeit Menschen, die keine angemessene Wohnung haben, weil sie keine Wohnung finden, die sie bezahlen können, die groß genug ist für die ganze Familie, die barrierefrei ist, obwohl das aufgrund einer Behinderung oder des Alters dringend notwendig wäre. In der Konkurrenz mit vielen anderen BewerberInnen unterliegen zum Beispiel auch diejenigen mit einer sichtbaren Krankheit, mit einem ausländisch klingenden Namen oder einem Gehaltsnachweis, der nur ein geringes Gehalt zum Beispiel eines Verkäufers oder einer Physiotherapeutin aufweist, deutlich sozusagen Nachteile eben auch auf dem Wohnungsmarkt. Für alle Menschen, für viele Menschen, nicht für alle, für viele Menschen, vor allem in den Metropolregionen, ist es kaum mehr möglich, bezahlbaren, angemessenen Wohnraum zu finden. Hohe Mieten und stark gestiegene Energiekosten verdrängen Menschen mit niedrigen Einkommen oder kleinen Renten aus ihrem vertrauten Wohnumfeld. Vielen droht Wohnungslosigkeit. Menschen in verletzlichen Lebenslagen haben es auch besonders schwer, eine Wohnung zu finden. Angemessen wohnen zu können, ist ein soziales Menschenrecht. Und das fand ich gestern auch nochmal beeindruckend und sehr schön, dass tatsächlich auch das unter dieser Perspektive im Bauministerium gesehen worden ist. Dabei geht es nicht nur um ein Dach über dem Kopf. In Artikel 11 des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, UN-Sozialpakt, ist ein Recht auf bezahlbaren, beheizten Wohnraum, ein Recht auf einen Ort, der es ermöglicht, in Sicherheit, Würde und Frieden zu leben, eingebunden in einem sozialen Raum, in einem sozialen Raum verankert. Das Menschenrecht auf angemessenen Wohnen ist Teil des Menschenrechts auf einen angemessenen Lebensstandard. Ob Wohnraum angemessen ist, bemisst sich nach dem UN-Sozialpakt nach mehreren Kriterien. Zur Angemessenheit gehören unter anderem gesetzlicher Schutz, zum Beispiel durch das Mietrecht, die Verfügbarkeit von Diensten, zum Beispiel für Gesundheit, unter anderem Trinkwasser, Energie zum Kochen, Heizen und Beleuchten, die Bezahlbarkeit des Wohnraums, diskriminierungsfreier Zugang zum Wohnraum und ein geeigneter Standort, zum Beispiel, wenn nötig, auch in Nähe eines Pflegedienstes, in der Nähe von Schulen und anderen Einrichtungen. Diese menschenrechtliche Betrachtung macht deutlich, die Forderung, dass alle Menschen Zugang zu bezahlbarem Wohnraum haben müssen, ist keine Forderung von SozialromantikerInnen. Eine soziale Wohnungspolitik, und ja, die kostet Geld, hat nichts mit der Gewährung von Almosen zu tun. Vielmehr ist es eine soziale Wohnungspolitik, die allen Menschen Zugang zu bezahlbarem Wohnraum sichert
eine auf Menschenrechten basierende staatliche und gesellschaftliche Verpflichtung. Die aktuelle Situation auf dem Wohnungsmarkt ist ein Ergebnis der verfehlten Wohnungspolitik der letzten Jahrzehnte, insbesondere dem Rückzug des Staates aus dem sozialen Wohnungsbau. Auch das war gestern nochmal Thema und auch natürlich die Vorhaben, da jetzt mit Trauer sozusagen auch den sozialen Wohnungsbau wieder attraktiv zu machen. Wir sind gespannt, wo das tatsächlich enden wird. Auch in dieser Legislaturperiode haben Sie sich viel vorgenommen. Frau Geiwitz hat gestern nochmal gesagt, dass sie von dem Anspruch nicht abrücken möchte. Ob das sozusagen gelingt, ist nochmal eine zweite Frage. Tatsache ist aber, dass viele Sozialbindungen ausliefen, Sozialwohnungen und ein großer Teil des Wohnungsbestands der ehemaligen DDR verkauft wurden, vielfach an Großinvestoren. Der Finanzmarkt wurde liberalisiert und die alte Wohngemeinnützigkeit wurde im Jahr 1990 abgeschafft. Diese Wohnungspolitik führte im Ergebnis für einige Akteurinnen am Wohnungsmarkt zu enormen, zum Teil leistungslosen Gewinnen aus Boden- und Immobiliengeschäften. Wohnimmobilien sind eine sehr lukrative Geldanlage. Ich glaube, das ist auch allgemein sozusagen allgemeines Wissen. Gleichzeitig explodierten Mieten und Kaufpreise selbst für marode Wohnimmobilien. Um diese Entwicklung sozial abzufedern, werden für staatliche Transferleistungen wie zum Beispiel das Wohngeld und die Kosten der Unterkunft Milliarden ausgegeben, damit Menschen ohne mit niedrigem oder mittlerem Einkommen wohnen können und nicht wohnungs- und obdachlos werden. Aus dieser sozialen Schieflage herauszukommen und Wohnen für alle bezahlbar zu machen, ist eine der größten Herausforderungen, vor der wir stehen. Die Debatte über Wohnungspolitik wird häufig ideologisch und emotional aufgeladen geführt. Offensichtlich fällt es auch der Ampelkoalition schwer, in der Wohnungspolitik gut voranzukommen. Die Vorhaben für eine soziale Wohnungspolitik, die im Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP vereinbart sind, harren der Umsetzung. Bisher fehlt zum Beispiel es fehlt an Gesetzentwürfen zum Mietrecht, unter anderem der Absenkung der Kappungsgrenze zur Neuregelung des Vorkaufsrechts und einer neuen Wohngemeinnützigkeit. Ich freue mich sehr, dass Frau Staatssekretärin Kitzel-Tippe, die gestern auch dabei war, aus dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen heute bei uns sein wird, um aus der Perspektive des Ministeriums zu berichten. Vielleicht berichtet sie auch von dem Gespräch gestern, wo wir tatsächlich auch viele Themen angesprochen haben, auch die Wohngemeinnützigkeit nur angesprochen haben, nur wir hatten sozusagen relativ wenig Zeit und konnten da vertieft nicht, da nicht tiefer gehen, aber eben verabredet, dass wir aktiv in den Dialog sozusagen damit einbezogen werden und auch die Gespräche wiederholen. Und gerade weil die Debatten zur Wohnungspolitik häufig so ideologisch und emotional geführt werden, zum Beispiel die Debatte über Eigentum an Grund und Boden, möchte ich dazu einladen, sich nicht an Schlagworten und einer Einordnung der Akteurinnen in Gut und Böse auf dem Wohnungsmarkt abzuarbeiten. Lassen Sie uns die große soziale Herausforderung des Wohnens diskutieren, indem wir den Menschen seine Bedarfe und Rechte in den Mittelpunkt stellen. Dabei gibt es keine einfachen Antworten. Notwendig sind das Engagement und der Ideenreichtum aller gesellschaftlichen Kräfte, um Lösungen zu finden. Wir sollten mutig die Dinge neu denken und organisieren. Nur so können wir den nötigen sozialen, ökologischen Neustart für die Wohnungspolitik schaffen. Die Wohnungspolitik der nächsten Jahre darf nicht scheitern um der Menschen willen, jedes Einzelnen, ob arm oder reich. Das können wir uns als Gesellschaft nicht leisten, denn Grund und Boden ist ein soziales Gut, das nicht vermehrbar ist. Inzwischen ist die Klimakrise für alle deutlich spürbar. Auch der Klimaschutz duldet keinen Aufschub. Wohnungsneubau und die Ertüchtigung des Bestandes sind ökologisch nachhaltig umzusetzen und voranzubringen. Auch aus sozialpolitischer Perspektive ist ein Weiter-so nicht tragbar. Ich zitiere aus dem Frühjahrsgutachten 2022 der Immobilienwirtschaft. Die Folgen gerade für einkommensschwache Familien sind drastisch.
deutlich mehr als 40% aller einkommensschwachen 4-Personen-Mieterhaushalte in Großstädten wohnen beengt auf unter 80 Quadratmeter Wohnfläche. Fast 20% sogar auf unter 65 Quadratmeter. Zum Vergleich, im sozialen Wohnungsbau liegt die Obergrenze in den meisten Ländern bei 90 Quadratmeter. Überschreitungen sind möglich. Derart beengte Wohnverhältnisse sind nicht nur in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling sozial- und wohnungspolitisch inakzeptabel. Diese Problembeschreibung aus der Immobilienwirtschaft könnten Sie aus eigenen Anschauungen und Erfahrungen sicherlich ergänzen. Zum Beispiel durch einen Bericht zur Wohnungslosigkeit. Sie zeigt aber eines deutlich: Das Problem ist erkannt und muss politisch bewältigt werden. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch die Frage nach der im Grundgesetz verankerten Sozialpflichtigkeit des Eigentums neu stellen und gewichten müssen. Übermäßige, vor allem leistungslose Spekulationsgewinne müssen abgeschöpft und im Sinne einer gemeinnützigen sozial- und ökologischen Nutzung umverteilt werden. Der Rat der Wirtschaftsweisen hat in seinem jüngsten Gutachten zu Recht angemahnt, Besserverdienende mit höheren Steuern zu belegen und die Steuermittel gezielter zugunsten von Menschen mit niedrigen Einkommen einzusetzen. Wenn die einen in aller Selbstverständlichkeit mit dem Kauf der Zweit- und Drittimmobilie beschäftigt sind und zu zweit auf 140 Quadratmeter wohnen und die anderen zu viert auf 65 Quadratmeter leben und die Kündigung fürchten müssen, weil sie Miete und Nebenkosten nicht mehr zahlen können, stellen sich auch noch andere Fragen nach der Verteilungsgerechtigkeit. Dass der Mangel an bezahlbarem Wohnraum längst die Mittelschicht erreicht hat, zeigt, dass der freie Wohnungsmarkt allein die Versorgung mit angemessenem Wohnraum nicht leisten kann. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon jetzt bei den Bundestagabgeordneten Rainer Semmelt und Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn dafür, dass sie mit uns heute Nachmittag diese Fragen diskutieren. Lassen Sie mich zum Abschluss noch einen Ausblick geben auf die Perspektive, die wir als Diakonie Deutschland ein. Wir sind Diakonie. Wir handeln aus unserer biblischen Überzeugung und biblischen Auftrag heraus und erheben die Stimme für die Schwachen. Wir setzen uns in den sozialpolitischen Debatten dafür ein, Strukturen und Hürden abzubauen und Ungerechtigkeit, Armut und Ausgrenzung entgegenzuwirken. Wir wollen mit diesem Projekt unter anderem auch ausloten, was Kirche und Diakonie mit ihren eigenen Immobilien für bezahlbares Wohnen leisten oder noch besser leisten könnten. Auch Sie sind als zwei gemeinwohlorientierte und gemeinnützige AkteurInnen am Wohnungsmarkt. Viele kirchliche und diakonische AkteurInnen treten schon heute als gemeinwohlorientierte VermieterInnen auf. Sie entwickeln eigene und angekaufte Immobilien und Quartiere nach sozialen Aspekten, in denen sie zum Beispiel Wohnungen für Behinderte, sozialgebundenen Wohnraum und Kindergärten neben regulär vermieteten Wohnungen anbieten. Vielerorts werden Kirchen für gemeinwohlorientierte Zwecke umgenutzt. Wie alle anderen EigentümerInnen am Wohnungsmarkt unterliegen auch kirchliche und diakonische AkteurInnen dabei bei sinkenden Kirchensteuereinnahmen, wirtschaftlichen Zwängen, beim Erhalt von Gebäuden, Vorgaben des Denkmalschutzes und Anforderungen an den Klimaschutz. Der Beitrag gemeinwohlorientierter und gemeinnütziger AkteurInnen am Wohnungsmarkt kann ganz sicher nicht den sozialen Wohnungsbau, den starken Mieterschutz und eine soziale und ökologische Bodenpolitik ersetzen, für die wir uns politisch einsetzen. Die Schaffung von ausreichendem, bezahlbarem und energetisch hochwertigem Wohnraum muss als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge anerkannt und realisiert werden. Jetzt wünsche ich uns eine interessante, lebendige Veranstaltung, die uns gute Impulse für die weitere Arbeit gibt. Wir haben sicherlich dicke Bretter zu bohren, aber auch das gehört ja zur DNA der Diakonie. Wir bleiben dran, wir thematisieren die Herausforderungen politisch, setzen uns ein und geben so schnell nicht auf. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Damen und Herren, liebe Online-Gäste,
Liebe Frau Lohheide, vielen Dank für Ihre Einladung zu Ihrer Online-Konferenz. Ich freue mich, heute hier beim Auftakt Ihres Projekts Bezahlbarer Wohnraum im diversen Sozialraum dabei sein zu dürfen und über die aktuellen Herausforderungen und Lösungsansätze, die wir gestern auch angerissen haben, in der Wohnungspolitik zu sprechen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich diesem wichtigen Thema auch widmen und diese Gelegenheit zum Austausch auch schaffen. Ihr Thema ist Wohnen 2022, beziehungsweise wir haben ja auch fast Ende des Jahres und das Thema wird uns auch in den kommenden Jahren begleiten. Sie beschäftigen sich heute mit der Frage, welche Wege aus der sozialen Schieflage möglich sind. Und in der Tat ist es so, dass uns 2022 in der Wohnungspolitik, aber auch die folgenden Jahre vor ganz besondere Herausforderungen stellt. Wir alle merken die hohen Preissteigerungen nicht nur an der Supermarktkasse, sondern vor allem auch beim Blick auf unsere Nebenkostenabrechnungen. Doch wir als Bundesregierung haben hier für die notwendigen Entlastungen auch gesorgt, damit wir diese Krise auch gemeinsam durchstehen. Haushalte mit geringem Einkommen werden durch die aktuellen Belastungen in besonderem Maße getroffen. Das ist uns und der Bundesregierung auch sehr, sehr bewusst. Deshalb haben wir bereits im Frühsommer, und das war unser erstes Gesetz aus unserem Haus, mit dem ersten Heizkostenzuschuss hier für Entlastung gesorgt, für die Menschen, die Wohngeld beziehen. Und angesichts der weiterhin steigenden Energiepreise und Heizkosten ergänzen wir diesen Heizkostenzuschuss 1 mit einem zweiten Heizkostenzuschuss, der auch deutlich höher ausfällt, den wir vor 2 Wochen im Deutschen Bundestag beschlossen haben. Darüber hinaus haben wir auch letzte Woche, die größte Reform in der Geschichte des Wohngeldes beschlossen. Das freut uns auch sehr. Zum 1. Januar 2023 wird der Empfängerkreis der Wohngeldberechtigten deutlich von rund aktuell etwa 600.000 Haushalten auf 2 Millionen Haushalte ausgeweitet. Damit werden auch gezielt viele Menschen, die zum Mindestlohn arbeiten, einen Anspruch haben. Für die bestehenden Wohngeldbezieher ergibt sich dadurch durchschnittlich mehr als eine Verdopplung des Wohngeldes. Darüber hinaus haben wir im dritten Entlastungspaket vereinbart, dass diejenigen MieterInnen, die die Steigerung ihrer Betriebskostenvorauszahlung kurzfristig finanziell überfordern, durch Regelungen im sozialen Mietrecht angemessen geschützt werden. Daran arbeitet das zuständige Bundesjustizministerium mit Hochdruck. Das Bundesjustizministerium soll ein Paket mit mietrechtlichen Änderungen zur Umsetzung der Vereinbarung im Koalitionsvertrag bis Ende 2022 auch vorlegen. Sowohl wir als Haus machen da auch Druck beim Bundesjustizminister und wir werden uns in diesen Fragen auch natürlich mit einbringen. Es wird aber auch Fälle geben, in denen Verbraucherinnen und Verbraucher trotz Inanspruchnahme aller Unterstützungsleistungen sowie vertraglicher Finanzierungsmöglichkeiten ihre Kosten aufgrund der aktuellen Situation nicht begleichen können. Deshalb soll das Energierecht im Hinblick auf Strom- und Gassperrungen angepasst werden. Dazu hat die Bundesregierung Anfang Oktober eine Kommission eingesetzt, die auch einen Zwischen- und dann einen Endbericht vorgelegt hat, sodass eine weitere Entlastung bei den Energiepreisen auch ansteht über eine Strom- und Gaspreisbremse. Eine weitere Entlastung ist, das haben wir auch letzte Woche im Deutschen Bundestag beschlossen, dass wir zum 1. Januar 2023 die anstehende Erhöhung des CO2-Preises um 5 Euro pro Tonne auf ein Jahr auf das Jahr 2024 verschoben haben und wir aber auch die Kosten des CO2-Preises, die derzeit von den MieterInnen alleine getragen werden, fair aufteilen werden. Das war in der letzten Legislatur in der Großen Koalition leider so nicht möglich. Das war uns als SPD aber ein besonderes Anliegen, dass wir in den Koalitionsvertrag auch mit rein verhandelt haben. Und das ändert sich auch zum 1. Januar 2023. Darüber hinaus werden weitere Anreize auch geschaffen, um also eben im Rahmen dieses Gesetzes neben der Kostenaufteilung das energetische
Sanierungen auch gesetzt und gleichzeitig MieterInnen auch zu sparsamen Verbrauchsverhalten angereizt werden. Für eine langfristige Entlastung bei den Wohnkosten, das war uns auch klar mit Beginn dieser Koalition, brauchen wir vor allen Dingen neuen bezahlbaren Wohnraum. Und deshalb haben wir uns als Bundesregierung das Ziel gesetzt, 400.000 neue Wohnungen zu schaffen. Davon sollen 100.000 öffentlich gefördert werden. Und trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, die wir haben, ist dieses Ziel dennoch richtig und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum auch notwendig. Für die gemeinsame Bewältigung dieser Herausforderung haben wir im Frühjahr diesen Jahres das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum ins Leben gerufen. Am 12. Oktober hat das Bündnis auf Einladung des Bundeskanzlers im Bundeskanzleramt ein Maßnahmenpaket für eine Bau-, Investitions- und Innovationsoffensive vorgelegt. Und dieses Maßnahmenpaket umfasst fast 200 konkrete Maßnahmen, um eben diesem Ziel auch näher zu kommen. Dabei war es uns auch besonders wichtig, dass alle Seiten vertreten sind, die Immobilien und die Bauwirtschaft, die öffentliche Hand, die Zivilgesellschaft und auch die Diakonie war in diesem Bündnis ja vertreten. Und das hat, glaube ich, auch der Arbeit insgesamt sehr, sehr gut getan. Mit dem Maßnahmenpaket, das das Bündnis beschlossen hat, ist die Bündnisarbeit natürlich nicht beendet. Wir werden uns weiterhin im Bündnis zusammensetzen, die Maßnahmen beraten, bearbeiten und umsetzen und einmal im Jahr über die Umsetzung des Maßnahmenpakets öffentlich auch Bilanz ziehen. Und selbstverständlich werden wir bei Bedarf nachsteuern. Die nächste Runde des Bündnisses ist für den 7. Dezember diesen Jahres auch bereits schon verabredet. Im Rahmen des Bündnisses sprechen wir auch über das Thema Vorkaufsrecht, das zur Baulandmobilisierung und zur Schaffung bezahlbaren Baulands beitragen kann. Es stellt deshalb für die Kommunen eine der Voraussetzungen für eine aktive Bodenpolitik auch dar. Das Baulandmobilisierungsgesetz hat in diesem Themenfeld bereits einiges bewegt. Sie wissen, wir haben am Ende der letzten Legislatur das Baulandmobilisierungsgesetz beschlossen, noch mal ein paar Punkte nachgelegt. Wir prüfen nun, inwieweit darüber hinaus die Regelungen zu den Vorkaufsrechten Teil des Baulandmobilisierungsrechts Gesetzes war ja auch das preislimitierte Vorkaufsrecht, wenn Sie sich erinnern. Und wir prüfen gerade, wie wir all diese Sachen auch noch mal anpassen oder ergänzen müssen. Darüber hinaus haben wir einen Gesetzentwurf erarbeitet, der die bestehende kommunale Praxis zum Vorkaufsrecht im Milieuschutzgebiet auch nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtsurteils im November letzten Jahres absichern soll. In den vergangenen Jahren, ich bin ja auch aus Berlin, Friedrichshain-Kreuzberg ist mein Wahlkreis und Berlin und insbesondere größere Städte haben dieses Instrument sehr, sehr oft genutzt in den vergangenen Jahren. Und meine Ministerin Clara Geiwitz hatte auch sehr schnell nach dem Verwaltungsgerichtsurteil gesagt, wir wollen hier Rechtssicherheit schaffen und haben auch im April diesen Jahres einen sehr guten Gesetzesentwurf vorgelegt, der in der Ressortabstimmung leider noch liegt. Darüber hinaus geht das Bündnis auch die Problematik der Bodenspekulation an. Denn eins ist klar, dass die Bodenspekulation dem Ziel der Schaffung bezahlbaren Wohnraums entgegensteht. Das war allen Teilnehmern auch bewusst. Und deshalb werden auch diverse bodenpolitische Instrumente diskutiert und auf ihre Wirkung im Markt hin überprüft. Weitere Themen, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen, sind beispielsweise das Erbbaurecht und die Konzeptvergabe. Ich glaube, Kommunen, die Erfahrungen gemacht haben in angespannten Wohnungsmärkten, da wird mittlerweile kein Stück Boden mehr verkauft. Das ist auch gut so. Und das Erbbaurecht wird ein immer wichtigeres Konzept. Wenn wir darüber reden, möglichst viele bezahlbare Wohnungen auch bereitzustellen, ist für uns auch ein Instrument besonders wichtig, nämlich der soziale Wohnungsbau. Deshalb haben wir das im Koalitionsvertrag zum einen festgelegt, aber auch in den Haushaltsverhandlungen Anfang des Jahres
für den Zeitraum 2022 bis 2026 eine Rekordsumme von 14,5 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau ausverhandelt. Und diese Bundesfinanzhilfen für den sozialen Wohnungsbau sollen den Ländern auch zur Verfügung gestellt werden. Sie wissen, für den sozialen Wohnungsbau sind die Länder zuständig, laut unserer Verfassung. Wir haben mit einer Verfassungsänderung im Jahr 2019 die Möglichkeit eröffnet, dass der Bund sich hier auch finanziell beteiligen kann. Und das schaffen wir hiermit auch. Die Verwaltungsvereinbarungen mit den Ländern sind abgeschlossen und die Länder werden diese Mittel für den sozialen Wohnungsbau verausgaben. Das gibt den Ländern natürlich auch finanzielle Sicherheit und Planungssicherheit, auch vor dem aktuellen Hintergrund der gestiegenen Baupreise. Wir als Bund leisten damit trotz der Zuständigkeit Länder einen ganz wesentlichen Beitrag dafür, das weitere Abschmelzen des Sozialwohnungsbestandes zu bremsen und hoffentlich dann auch umzukehren. Sehr geehrte Damen und Herren, eine bezahlbare Wohnung, und das sage ich als Berlinerin, ich werde jeden Tag darauf angesprochen, ist das eine, das ist sehr wichtig, das wollen wir auch. Aber für wohnungslose Menschen, Sie haben ja auch einen Aktionsplan und Forderungen aufgestellt, geht es auch darum, überhaupt erstmal ein Dach über dem Kopf zu haben. Deshalb sind wir als Ministerium auch in dieser Frage unterwegs. Wir konnten das Thema Wohnungslosigkeit auch mit den Haushaltsberatungen letzte Woche finanziell unterlegen. Wir wollen bis 2030 in Einklang mit den Zielen der EU die Obdach- und Wohnungslosigkeit überwinden. Das ist auch einer Ihrer Ziele. Und um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir bis zur nächsten Sommerpause einen mit möglichst vielen Beteiligten erarbeiteten nationalen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit entwerfen. Unterstützt wird dies durch ein nationales Forum, das dauerhaft gemeinsam daran arbeitet, unserem Ziel auch näher zu kommen. Außerdem planen wir im nächsten Frühjahr zu einer Zukunftskonferenz einzuladen, um gemeinsam die Ideen eines Leitbilds zum Abbau von Wohnungslosigkeit in unserem Land zu entwickeln. Sehr geehrte Damen und Herren, um langfristig bezahlbares Wohnen zu sichern, wollen wir darüber hinaus die gemeinwohlorientierten Akteure auf dem Wohnungsmarkt stärken. Deshalb haben wir im Koalitionsvertrag unter anderem auch die Einführung einer neuen Wohnungsgemeinnützigkeit vereinbart. Die neue Wohnungsgemeinnützigkeit soll eine steuerliche Förderung plus Investitionszulagen umfassen und die Struktur der etablierten Wohnungswirtschaft ergänzen, ohne diese zu benachteiligen. Durch die marktgerechte Ausgestaltung der neuen Wohnungsgemeinnützigkeit sollen eben Anreize gesetzt werden, zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum zu errichten, beziehungsweise vorhandene, gegebenenfalls nicht länger sozial gebundene Bestände auch zu übernehmen und dauerhaft dann natürlich preisgedämpft zu vermieten. Wir glauben nämlich, dass ein großes Problem die befristete Sozialbindung ist. Aktuell ist es so, dass mehr Wohnungen aus der Sozialbindung fallen, als Wohnungen in die Sozialbindung gehen. Und über die neue Wohnungsgemeinnützigkeit wollen wir eben dauerhaft bezahlbaren Wohnraum auch erreichen. Ja, bei der Einführung der Wohnungsgemeinnützigkeit sollen Bündnismitglieder und weitere zivilgesellschaftliche AkteurInnen sowie Mitglieder des Deutschen Bundestages umfassend beteiligt werden. Der Start des Prozesses planen wir noch in diesem Jahr und hoffen, dass wir hier auch in gemeinsamer Federführung mit dem Bundesfinanzministerium schnell vorankommen. Geplant ist, dass wir diesen Austausch auch bis Ende nächsten Jahres abschließen und die neue Wohnungsgemeinnützigkeit dann auch einführen können. Sehr geehrte Damen und Herren, eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung des Wohnungsmarktes spielen auch die Genossenschaften. Durch den Gedanken des gemeinschaftlichen Wohnens erfüllen sie darüber hinaus wichtige soziale Zwecke des Zusammenlebens. Deshalb wollen wir die Wohnungsgenossenschaften dabei unterstützen, ihre Bestände
auch zu erhalten und zu erweitern. Ich freue mich daher, dass es uns gelungen ist, eine neue Bundesförderung für das genossenschaftliche Wohnen ins Leben zu rufen. Das ist am Anfang Oktober gestartet. Dieses Programm ermöglicht Privatpersonen beim Erwerb von Genossenschaftsanteilen mit einem KfW-Darlehen von bis zu 100.000 Euro hier auch aktiv zu werden. Dabei können die Betroffenen Privatpersonen von einem Tilgungszuschuss in Höhe von 15% und einer nicht unerheblichen Zinsverbilligung profitieren. Für das Programm sind in diesem Jahr 6 Millionen Euro vorgesehen. Für das kommende Jahr sind 9 Millionen Euro eingeplant. Und ich glaube, dass wir damit ein sehr starkes Zeichen der Unterstützung des genossenschaftlichen Wohnens auch setzen, wenn wir wissen, dass insbesondere bei Neugründungen und beim Neubau von Genossenschaften hier die Finanzierung der Anteile eine sehr große Herausforderung ist. Wichtig ist uns darüber hinaus, Familien mit Kindern beim Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum zu unterstützen. Dabei wollen wir auch darauf achten, die Fragen des sozialen Gleichgewichts hier stärker berücksichtigt werden können und wollen daher dringend den benötigten zusätzlichen Wohnraum auf einem auch energetisch ambitionierten Niveau erreichen. Das ist sozusagen auch die Klammer all unserer wohnungspolitischen Maßnahmen. Wir erfüllen mit dieser Förderung einen weiteren Auftrag aus dem Koalitionsvertrag. Und diese Förderung wird vermutlich im zweiten Quartal nächsten Jahres auch starten. Sehr geehrte Damen und Herren, Wohnen ist aber viel mehr als ein bezahlbares Dach über dem Kopf. Eine sozial gerechte Quartiersentwicklung ist gerade in der heutigen Zeit, die durch eine zunehmende gesellschaftliche Polarisierung geprägt ist, eines der vorrangigen Ziele der Stadtentwicklungspolitik des Bundes. Wir sind ja das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauen. Und deshalb ist die Stadtentwicklungspolitik auch eines unserer zentralen Handlungsfelder. Und im Rahmen des Städtebauförderprogramms Sozialer Zusammenhalt leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des gesellschaftlichen Miteinanders und fördern in den Stadt- und Ortsteilen mit sozialen Herausforderungen unter anderem das Quartiersmanagement. Die Quartiersmanager fungieren als AnsprechpartnerInnen in der Nachbarschaft. Sie sind eben Schlüsselpersonen für BürgerInnen, Verwaltung und sonstigen Quartiersakteuren zur Aktivierung, Beteiligung und Vernetzung. QuartiersmanagerInnen können wesentlich dazu beitragen, die Eigenkräfte im Stadtteil zu mobilisieren und ein funktionierendes Miteinander vor Ort sowie lebendige Nachbarschaften zu schaffen. Für dieses Programm stellen wir auch in diesem Jahr 790 Millionen Euro zur Verfügung und das wird immer sehr, sehr gut angenommen. Sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie sehen, tun wir viel, um kurzfristig bei den steigenden Wohnkosten zu entlasten und langfristig bezahlbares Wohnen auch zu sichern. Und ich freue mich nun, mit Ihnen auch über all diese Themen diskutieren zu dürfen. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde versuchen, Ihnen einige Gedanken dieses EKD-Textes hier nahezubringen, bezahlbar Wohnen, Anstöße zur gerechten Gestaltung des Wohnungsmarktes im Spannungsfeld sozialer, ökologischer und ökonomischer Verantwortung. Diese Formel vom Spannungsfeld beschreibt schon ein bisschen die Charakteristik dieses Textes. Also er geht in verschiedene Richtungen. Er bietet zum Schluss so ein paar Handlungsoptionen an, ohne jetzt sozusagen ein ganz klaren Forderungskatalog zu entfalten. Es kommt zum Teil zum Ausdruck, aber mehr dient das Ganze der Reflexion von diakonischen und kirchlichen Akteuren auf den Wohnungsmarkt und stößt damit dann auch politische Überlegungen an. Es wäre schön gewesen, Gustav Horn wäre heute hier dabei. Gustav Horn ist einer der wichtigsten deutschen Ökonomen, mittlerweile pensioniert, ist immer noch der Chef des Wirtschaftspolitischen Beirates der SPD zum Beispiel. Er spielt eine ganz wichtige Rolle. Er hat ganz viel gemacht hierzu. Er wird das sehr gut können. Ich habe da noch versucht, andere Ökonomen
hier zu gewinnen. Aber das hat leider so kurzfristig auch nicht mehr geklappt. Aber aus den Diskussionen und aus Ihren Fragen im Chat habe ich schon gesehen, dass ja auch ganz viel ökonomischer Sachverstand hier auch vorhanden ist. Ich denke, man kriegt das schon hin. Den Text haben Sie vielleicht zur Kenntnis genommen. Ist einer dieser Texte, der auf Seiten, aus den Kammern der EKD immer wieder entsteht. Wir haben auch einen großen Text über Digitalisierung gemacht und andere Dinge über den Sozialstaat. Einen wirklich, wie ich finde, bedeutsamen Text gemacht. Und dieser spielt jetzt im Blick auf bezahlbares Wohnen eben auch eine Rolle. Dazu möchte ich Ihnen einiges vorstellen, sozialethisch zunächst mal und dann ein bisschen ökonomisch, soweit ich das kann. Zunächst mal, unter uns ist klar, dass Wohnen elementar zum Menschen dazugehört. Aus meiner grundsätzlichen ethischen Sicht oder meiner sagen, religiösen, theologischen Sicht sind Menschen von Gott Berufene und um ihre Berufung auszuleben, um sie entfalten zu können, brauchen Menschen natürlich die Möglichkeit, wohnen zu können. Das muss nicht die Villa an der Elbchaussee sein, aber es darf auch nicht nur eine Laube in einem Kleingarten sein, sondern es muss schon etwas sein, es muss ein angemessenes Wohnen sein, in dem Menschen sich auch entfalten können und in dem Menschen nicht in einer depressiven Umgebung, sondern in einer möglichst einer hellen, freundlichen Umgebung wohnen können, damit sie, wie gesagt, ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln können und so sich selbst einbringen können, dann auch in die Gesellschaft wohnen, ist deswegen im Grunde genommen ein Grundrecht, sozialethisch auf jeden Fall. Und es ist die Aufgabe der Gesellschaft, wobei man immer fragen kann, was ist eigentlich die Gesellschaft, es ist die Aufgabe der Gesellschaft, solche Wohnungen für die Menschen auch bereitzustellen. Wohnungen sind deswegen im Grunde genommen öffentliche Güter, so würde ich das immer beschreiben, die aber in unserer Wirtschaftsverfassung vielfach privat bereitgestellt werden und privat bewirtschaftet werden. Das ist die Spannung, in der man hier steht, wie in anderen Feldern bei uns im Bildungsbereich oder sonst wo auch ganz ähnlich. Und wir wissen alle, dass es in dieser Hinsicht in letzter Zeit erhebliche Schieflagen gegeben hat. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wie lange ist es her, 15 Jahre, ein bisschen länger als die ganze Rede um die demografische Entwicklung hochkam, wo man davon schwärmte, wie viele leerstehende Wohnungen wir haben und dass wir nie wieder ein Wohnungsproblem haben, also wie man damals gedacht hat, wir bräuchten nicht mehr so viele Kindergartenplätze, weil es ja nicht mehr so viele Kinder gibt. Das stimmt alles so nicht und hat sich, ich will mal sagen, zum Glück ja auch so nicht entwickelt. Aber es hat jetzt andere Folgen, die zum Teil auf Mietpreissteigerungen und Bodensteigerungen, Bodenpreissteigerungen hinausführen, die kein Mensch mehr aufbringen kann und die eine echte soziale Schieflage in vielen Bereichen, vor allem im großstädtischen Bereich, mit sich gebracht haben. Ich kann mich auch noch sehr genau daran erinnern, auch gerade was die Kammer für soziale Ordnung der EKD anbetrifft, vor 25 Jahren in der neoliberalen Hochzeit, während der neoliberalen Welle, wie damals der Verkauf von kommunalen Wohnungen und von sozial errichteten Wohnungen an private Wohnungsbaugesellschaften als Lösung der Schuldenprobleme von manchen Städten, Dresden ging damals ganz vorneweg, wie das damals gefeiert wurde und man argumentieren konnte, wie man wollte, man kam gegen diese Entwicklung nicht gegen an. Ich weiß nur ganz genau, wie wir diese Diskussionen hatten, die bis in höchste kirchliche Kreise hinein sich damals auch erstreckten. Das war eine unangenehme Situation damals und was daraus resultiert, das merken wir heute ganz deutlich. Und wir müssen sehen, wie wir aus diesen Fallen in der Wohnungsbaupolitik, in die wir selbst in den letzten 20, 30 Jahren hineingeraten sind, wie wir da wieder rauskommen. Andere Länder, andere Städte machen es besser. Wien wird immer als ein Beispiel hier angeführt. 50% der Wohnungen in Wien unterliegen am Vorbehalt, werden sozial reguliert. Dadurch ist Wien, was das anbetrifft, in einer ganz anderen Situation. Und es hat sicherlich auch, im Hintergrund stehen sicherlich politische Haltungen, die dann irgendwie auch sozialethisch, vielleicht auch religiös oder so verankert sind. Und diese Haltungen, die schlagen dann durch in der Politik und sorgen dafür, dass solche Dinge, wie wir sie im Augenblick erleben, möglichst nicht passieren, weil man langfristig vernünftige Planung hat. Dazu nun einige Punkte. Sozialethische Positionen des Christlichen, wenn man darüber nachdenkt, dann beschreibt man unsere Haltung sozusagen, die Haltung, die Kirche oder Diakonie oder wer auch immer sich damit identifizieren will, an den Tag legt in dieser Richtung und das kann politischen Einfluss haben. Das muss es nicht unbedingt, weil andere anders denken, aber es kann es jedenfalls haben. Wenn man sich die Entwicklung sozialethischer Positionen zum Bodenrecht und zum Wohnungsbau in Deutschland im Bereich der evangelischen Kirche anguckt, dann stößt man, braucht gar nicht lange zurückgehen,
auf eine Reihe von Äußerungen, die Bodenpreissteigerungen anprangern, die aber gleichzeitig eine ganze Zeit lang in einer Weise auf die Eigenheimförderung fixiert gewesen sind, das, was man nur noch als eine fixe Idee heutzutage eigentlich bezeichnen kann. 50er, 60er, 70er Jahre war die Kirche darauf aus, immer wieder zu fordern, Eigentumsbildung, damit die Menschen Eigenheime sich leisten können. Die Mietwohnungsfrage geriet zeitweise völlig aus dem Blick, dazu hat man kaum was gesagt. Man hat sich auf Eigenheimförderung konzentriert. Dahinter steckte die Idee, die Kleinfamilie als Schöpfungsordnung zu betrachten. Also das ist sozusagen das, was der liebe Gott von uns erwartet, eine Kleinfamilie zu gründen. Und die braucht dann am besten ein Haus mit Garten, damit sie sich auch frei entfalten kann. Das finden Sie in vielen sozialethischen Texten, zum Beispiel ganz stark noch bei Helmut Thielicke, dem großen Sozialethiker, der noch bis in die 70er, 80er Jahre hinein in Hamburg gewirkt hat und der sehr einflussreich war. Auch was die Altersvorsorge anbetraf, wurde die Eigenheimbildung unwahrscheinlich hoch gehandelt. Und das hat eine Riesenrolle gespielt. Bis heute ist natürlich so, dass viele eigenen Träumen, im Augenblick kann sich das kein Mensch mehr leisten. Auf einiger Zeit gab es da natürlich auch noch einen richtigen Boom. Immer wieder kam es dann aber auch zu Entwicklungen, die die EKD aufgegriffen hat. Zum Beispiel schon in den 60er Jahren kam es zu enormen Bodenpreissteigerungen, die dann im Text auch angeprangert wurden. Das geschah im evangelischen Bereich, aber in meiner Kenntnis der Dinge sehr viel deutlicher, manchmal noch im katholischen Bereich. 1962 hat Oswald von Mölln-Bräuning, der große Nestor der katholischen Soziallehre, diese Bodenpreissteigerung als eine Art Geschenk bezeichnet, was einigen Leuten zufallen würde, also eben leistungslos zufallen würde, und anderen eben nicht. Und deswegen, weil das ein Geschenk sein müsste, es allen zugutekommen und müsste dafür genutzt werden, soziale Ungleichheiten auszugleichen und nicht noch diese Geschenke sozusagen einzustreichen und dadurch noch mehr soziale Ungleichheit zu fördern. Und hinter dieser Position, so etwas sozusagen als ein Geschenk zu betrachten, was man an alle verteilen müsste, da stehen sozialethische Positionen, die auch mit dem biblischen Befund ganz gut einhergehen. Dahinter steht nämlich die Vorstellung, dass Grund und Boden, aber letztlich auch Eigentum, im Grunde genommen treuhänderisch behandelt werden müssten. Also Grund und Boden ist etwas, was nicht Einzelne in dem Sinne besitzen können, dass sie damit machen können, was sie wollen, sondern was sie nur sozusagen vorübergehend im Sinne einer sinnvollen Regelung der Wirtschaftsverhältnisse behalten und benutzen können, aber eben im Sinne sozialer Eigentumsverpflichtung, sozialer Marktwirtschaft, wie man das in Deutschland genannt hat, eben immer nur so behandeln können, dass daraus für alle ein Nutzen erwächst und nicht nur für Einzelne, die das jetzt besitzen. Und wenn man sich diese Linie einmal anschaut, dann findet man dazu eine ganze Menge auch schon im Alten Testament. Die prophetischen Stimmen im Alten Testament sind durchaus markant voll von der Klage darüber, dass es auch damals schon Menschen gab, die Land an sich Land raubten, die Land anderen raubten, die das Land, was eigentlich allen gehört, beziehungsweise was Gott gehört, dann in dieser Hinsicht, die das an sich ziehen und daraus nur für ihren eigenen Gewinn sorgen. Eine der berühmtesten Geschichten in dieser Hinsicht ist die Brutzeit von Naboths Weinberg, erster König der 21, werden Sie vielleicht kennen, wo der König selbst einen Justizmord inszeniert, um an einen fremden Weinberg zu kommen und dafür dann vom Propheten verurteilt wird. Also eine ganz brutale Geschichte im Grunde genommen, bei der es aber im Grund und Boden, das Recht um Grund und Boden geht. Mit Grund und Boden kannst du nicht machen, was du willst. Selbst der größte König darf das nicht. Und die großen Propheten haben dies immer wieder angesprochen. Jesaja 5, 8. Weh denen, die ein Haus zu anderen bringen und einen Acker an den anderen rücken, bis kein Raum mehr da ist und ihr allein das Land besitzt. Weh denen, die das so machen. Also die großen Spekulanten, die großen Grundbesitzer, die großen Kapitalisten oder wie man es nennen will. Andere Propheten haben sich ähnlich geäußert und haben dies scharf kritisiert und mit Gottes Gericht, mit Gottes Zorn über diese Machenschaften eben reagiert. Nun kann man heute sagen, wir leben nicht mehr so einer Zeit, wo der liebe Gott sozusagen direkt eingreift und seinen Zorn da ausgibt, ist klar. Aber die Haltung, die dahinter steckt, die eben schon 2500, 3000 Jahre alt ist, die bleibt, finde ich, in gewisser Hinsicht erhalten. Und diese Idee, dass Eigentum und gerade Landeigentum
nur treuhänderisch Menschen gehört, auch wenn sie es selbst besitzen, nur aus praktischen Gründen Menschen gehört, wenn sie es besitzen. Die finde ich nach wie vor sozialethisch bedenkenswert. Das kann bei uns dann dazu führen, dass man Erbbaurechte macht, was die Kirche ja häufig macht, oder andere Dinge einführt, sodass eine dauerhafte Verfügung über Grund und Boden, womit man dann spekulieren kann, eben nicht so leicht eintreten kann. Blickt man dann weiter in die Bibel im Neuen Testament, dann hat man diese prophetischen Anklagen in diese Richtung im Neuen Testament nicht mehr so stark. Aber die Einstellung zum Eigentum im Neuen Testament hat sich eigentlich kaum verändert. Sie radikalisiert sich sogar im Neuen Testament noch. Sie kennen die entsprechenden Geschichten. Wenn jemand sozusagen bei Gott Wohlbefinden fallen will, dann reicht es nicht aus, dass er den Nächsten liebt, sondern er soll sein Hab und Gut, sein Eigentum unter die Armen verteilen. Ganz radikale Positionen werden hier vertreten. Das sind Positionen, bei denen man natürlich heute fragen kann, ist das überhaupt umsetzbar? Wahrscheinlich ist das nicht umsetzbar, aber auch daraus sprechen Haltungen, was den Umgang mit dem eigenen Eigentum anbetrifft, die immer die Sozialpflichtigkeit des Eigentums mit einspielen, also sozusagen ein kategorischer Imperativ der christlichen Ethik, die immer sagt, wenn du mit deinem Eigentum umgehst, dann bedenke die Folgen für die anderen, bedenke insbesondere die Folgen für die Schwächsten in der Gesellschaft und behalte das mit in deinem Blick. Es ist, wenn man das so sagt, gerade am Sonntag darüber eine interessante Diskussion mit einigen Unternehmern gehabt, wenn man das so sagt, dann kriegt man aus ökonomischer Sicht schnell den Vorwurf, das ist aber naiv und überholt und so kann man das nicht machen. Wir funktionieren, unser Land funktioniert heute anders. Gut, man muss darüber diskutieren. Es mag auch sein, dass der einzelne Eigentümer vielleicht diesen Blick nur eingeschränkt besitzt, aber die Gesamtgesellschaft, der Staat, der Sozialstaat, in dem wir leben, der muss diesen Blick haben und muss die gesamte Ordnung so steuern, dass eben vernünftiger, guter, qualitätsmäßig hoher Wohnraum zu guten Bedingungen für alle auch wirklich zur Verfügung steht. Entsprechend, und das ist mein nächster Punkt, ist in der Sozialethik auch immer wieder bis heute das Thema Eigentum allgemein und das Eigentum an Grund und Boden behandelt worden. Das Eigentum ist keine Ordnung Gottes, keine Schöpfungsordnung. Das ist nicht ein für alle Mal so vorgegeben, sondern es ist gestaltbar. Und man muss immer wieder darüber diskutieren, wie organisiert man das Eigentum so, dass es allen irgendwie zugute kommt, dass daraus produktive Effekte für alle erwachsen. Und da kann man auch über die Wohnungs- und die Bodenfrage hinaus eine Menge an Anfragen an unsere heutige Gesellschaft angesichts von zunehmender sozialer Ungleichheit natürlich stellen. Der EKD-Text tut das am Rande. Er diskutiert das nicht radikal, aber er stellt diese Fragen auf und bringt dann eben die Diskussion über den Sozialstaat voran. Für den Sozialstaat gilt, was ich schon gesagt habe, nochmal in besonderer Weise, dass Grund und Boden meiner Meinung nach öffentliche Güter sind, genau wie Bildung oder Gesundheit oder was weiß ich, öffentliche Güter sind, für die der Staat, der Sozialstaat verantwortlich ist und die deswegen, weil sie öffentliche Güter sind, nicht einfach den Märkten überlassen bleiben dürfen. Natürlich kann man mit Märkten operieren und das tut man ja auch in diesem Bereich. Märkte sind manchmal ideale Steuerungsinstrumente, das kann man ja auch nicht leugnen, aber im Bereich von Wohnen und Boden hat das seine Grenzen. Da komme ich gleich beim ökonomischen Teil auch nochmal drauf zurück. In dieser Hinsicht ist das, was wir früher als sozialen Wohnungsbau in Deutschland hatten und was jetzt ja wieder in den letzten Jahren hochgekommen ist, was aber während der neoliberalen Welle wirklich am Boden lag und richtig gehend ideologisch, wie ich fand, damals kaputt gemacht worden ist. Insofern hat der soziale Wohnungsbau, also der sozial geförderte Bau von Wohnungen einen ganz großen Stellenwert, weil er sich eben direkt auf die Bereitstellung des öffentlichen Gutes an Wohnungen bezieht. Und in dieser Hinsicht ist sozialethisch eben auch immer wieder das betont worden. Ich habe das schon von Rosenlund Reuning berichtet. Das, was an Vorteilen über erhöhte Mietpreise oder über erhöhte Bodenpreise manchen Leuten zufällt, leistungslos zufällt, das muss im Grunde genommen wieder allen zur Verfügung gestellt werden. Das muss im Grunde genommen allen wieder zugute kommen. Was es in dieser Hinsicht immer auch gegeben hat, das war ja hier ein interessantes Thema auch am Rande im Chat,
ist deswegen auch die Möglichkeit, über Genossenschaften Wohnungsbau zu betreiben. Deutschland hat viele Wohnungsbaugenossenschaften. Davon sind viele auch durchaus mit christlichen Impulsen mal gegründet worden. Die ganze Genossenschaftsidee Friedrich Wilhelm Raiffeisen kommt aus sehr christlichen Impulsen und hat, was die Bereitstellung von billigem Wohnraum anbetrifft, natürlich auch enorme Erfolge in Deutschland hier gehabt. Wo wären wir gerade in Berlin, wenn wir nicht die Genossenschaften hätten, die günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen? Aber die Grenzen von Genossenschaften, das ist auch eine Diskussion, die schon deutlich geworden ist, dass eine Genossenschaft zwar kein kapitalistisches Unternehmen ist, sie erzielt keinen Gewinn, der irgendwie in Aktienmärkte oder sonst wo investiert wird. Die ist im Eigentum ihrer Mitglieder. Die Mitglieder entscheiden letzten Endes darüber, was mit dem Geld geschieht. Aber diese Interessenlage der Mitglieder beschränken eben auch manchmal die Sicht darauf. Also das Interesse, dann günstigen Wohnraum für sich selbst zu haben im Kreis derjenigen, die Mitglieder sind, überwiegt dann manchmal andere Fragen. Wen nimmt man sonst noch auf? Wie investiert man? Erhöht man die Mieten vielleicht um 1 Euro, um Geld zu haben und noch mehr Wohnungen zu bauen? Das ist dann in Genossenschaften häufig stark umstritten, wird häufig diskutiert. Also Genossenschaften beziehen sich auf so eine Art von, kommen im Grunde aus so einem Gemeinschaftsgeist heraus, was positiv ist, was man auch fördern soll, aber wo man eben auch reingucken muss, welche Folgen das im Endeffekt hat. Ja, das ist im Grunde genommen das, was man sozialethisch sozusagen von der grundsätzlichen Haltung hier zu diesen Themen aus meiner Sicht sagen kann. Wenn man das nochmal ein bisschen religiöser formulieren würde, dann kann man sagen, das Recht auf Wohnung hat was mit der Zuwendung eines Schöpfungsgutes zu tun. Die treuhänderische Nutzung von diesen Gütern ist vorgegeben. Es kann sinnvoll sein, dass das als Eigentum vorhanden ist. Aber wie gesagt, das Eigentum, der Eigentumsgedanke in christlicher Sozialethik hat seine Grenzen. Eigentum ist nicht dazu da, in unendlicher Freiheit für alles Mögliche benutzt werden zu können, was man möchte, schon gar nicht dafür da, aus dem eigenen Eigentum die allerhöchsten Gewinne rausziehen zu können, wie man das vorhat. Da gibt es enge Grenzen, die gibt es individualethisch für den Einzelnen, der Eigentum hat. Ich frage mich immer, wie weit sowas dann greift. Aber es gibt es eben auch sozialethisch für die gesamte Gesellschaft. Ist hier irgendwas verschwunden? Ja, ich mache mal weiter. So viel zu der sozialethischen Grundhaltung. Man kann in dieser Hinsicht über die Frage Eigentum aufgrund von Boden und Eigentum allgemein kann man noch eine ganze Menge mehr entwickeln. Wenn man in die Geschichte zurückguckt, dann ist das mit dem Eigentum in evangelischer Sozialethik eigentlich immer ein bisschen affirmativer verhandelt worden. Viele Bestrebungen, die eben sagen, Eigentum gehört zum Menschen dazu und damit der Mensch überhaupt sich entfalten kann, braucht er eigentlich Eigentum, deswegen Eigentumsbildung mit Arbeitnehmerhand und Ähnliches als Alternative zum Sozialismus oder Ähnliches, in katholischer Sicht durchaus ähnlich, aber ein bisschen offensiver schon, was die Sozialverpflichtung des Eigentums anbetrifft. All diese Diskussionen sind heute im Schwange und werden heute weiterentwickelt. Es gibt jetzt ein großes Forschungsprojekt, was gerade auch aus dem EKD-Text mit draus entstanden ist, was diese Fragen nochmal näher nachgeht, wo im nächsten Jahr auch Ergebnisse vorgestellt werden sollen. Und nun zum Punkt der ökonomischen Überlegung. Also diese sozialethische Haltung, die man hier entfaltet, ist immer das eine. Aber die Realität, mit der man zu tun hat, die Wirtschaftsordnung, mit der man zu tun hat, die nie natürlich völlig nach irgendwelchen ethischen Normen und Werten zustande gekommen ist, sondern die massive Interessenlagen enthält. Wie sieht es damit nun aus? Wie kann man in dieser ökonomischen Lage diese Mietpreissteigerung erklären? Was kann man von daher dagegen machen? Wenn man an dieser Stelle irgendwie einsteigt in die Diskussion, und das passiert in unserem Papier ja auch, wenn man das irgendwie macht und darüber mit Ökonomen diskutiert, dann gehen Ökonomen in der Regel zunächst mal die herrschenden Ökonomen auf jeden Fall, von einer Marktsituation aus, über die diskutiert wird. Und versuchen, die Marktsituation zu analysieren, die es gibt, und versuchen, die Marktsituation sozusagen vernünftig zu gestalten. Eine ideale Marktsituation aus der Sicht der bei uns vorherrschenden Ökonomie ist eine Marktsituation, die sowohl bei Anbietern als auch bei Nachfragern ganz große Flexibilität möglich macht. Wenn Sie
Das setzt das voraus, dann, wenn man auf beiden Seiten große Flexibilität hat, wenn der Anbieter sagen kann, ich verkaufe dir das für den Preis, ich verkaufe dir das auch für den doppelten Preis, und wenn der Nachfrager sagen kann, ja, ich muss das jetzt nicht kaufen, ich kann auch was anderes kaufen, dann hat man ideale Marktsituationen, dann pendelt sich das Ganze, so ist die Theorie, auf einen vernünftigen Preis ein, der dann für alle im Endeffekt von großem Vorteil ist. Aber wenn man das so bedenkt, die ideale Marktsituation, merkt man sofort, dass dies im Bereich der Wohnungsbereitstellung oder auch der Wohnbereitstellung ebenso einfach nicht gegeben ist. Die Flexibilität ist auf jeden Fall auf Seite der Nachfrager ganz, ganz gering. Wir brauchen alle Wohnungen und wir können auch nicht daran umziehen. Wir können nicht daran was anderes machen. Wenn es Mietpreissteigerungen gibt, kann man nicht sofort in eine andere Wohnung ziehen. Man kann nicht sofort von Berlin nach, ich weiß nicht, nach Jericho ziehen oder so, weil es da eben noch billige Wohnungen gibt. Das ist gar nicht möglich. Also von daher ist hier keine ideale Marktsituation gegeben. Und von daher müssen diese Märkte in irgendeiner Weise reguliert werden. Das wird noch dadurch besonders herausgefordert, dass wir eben bei uns in Deutschland seit der neoliberalen Wende massive Finanzinvestorenzugänge in den Wohnungsmarkt und in den Wohnmarkt bekommen haben. Vorher war das stärker reguliert. Da hat es eine Menge gegeben und diese Märkte sind geöffnet worden, dafür eben auch das große Geld in diesem Bereich verdienen zu können. Das Ganze ist dann durch die Zinssituation der letzten Jahre mit 0% Zinsen und Ähnlichem, also mit ganz billigem Geld, was man hier kriegen konnte, noch erheblich explodiert. Und dadurch, durch diese Situation und die gleichbleibende hohe Nachfrage der Menschen nach Wohnungen, ist es zu diesen enormen Preissteigerungen gekommen. Das ist immer die Frage, ob da nicht viel Spekulation, viel Luft drin steckt, vieles, was gar nicht mehr mit der Realität zu tun hat. Sie wissen sicherlich noch, dass die große Finanzkrise 2007, 2008, 2009 daraus entstanden ist, dass in den USA mit unheimlich großzügiger Finanzhaltung damals Eigenheimbebauung gefördert wurde, was nachher keinen wirklichen Gehalten hatte. Die Leute konnten, als es zu einer Krise kam, das alles nicht mehr bezahlen. Und brach das alles mit einem Riesenknall zusammen. Ich kann die Situation bei uns nicht angemessen analysieren. Ich weiß nicht, ob bei uns etwas Ähnliches passieren könnte. Aber dass da viel heiße Luft drin ist, das glaube ich schon. Und dass man deswegen nicht nur im Interesse der Menschen, der vor allen Dingen, aber auch im Interesse der gesamten Wirtschaft, der gesamten Situation eigentlich genau gucken muss, was hier passiert. Und was heißt nun Regulierung der Märkte? Oder des Wohnungsmarktes. Das wird dann ökonomisch immer von zwei Seiten angegangen, einmal von der Seite der Nachfrager und einmal von der Seite der Anbieter. Und wenn man jetzt hier auf die Seite der Nachfrager guckt, dann ist natürlich, das ist ja vorhin auch schon bei Beitrag der Frau Staatssekretärin auch entfaltet worden, dann ist natürlich zunächst mal eine Sache, die klassisch in Deutschland eine Rolle spielt, das Wohngeld. Was diejenigen bekommen, die jetzt nicht im Bürgerinnengeld oder in Hartz IV stecken, sondern die hinaus wenig verdienen. Dieses Wohngeld soll jetzt ausgeweitet werden, beträchtlich ausgeweitet werden. Das ist sicherlich ein sinnvoller Schritt, um in dieser Hinsicht von die Nachfrageseite zu stärken und für ganz schlimme Situationen, wo man die Wohnung überhaupt nicht mehr bezahlen kann, zu vermeiden. Auf der anderen Seite haben Sie mit solchen Maßnahmen natürlich immer auch einen Subventionseffekt für hohe Mieten. Das muss man sich auch klar machen. Also solange, wenn man das staatlicher Seite so bezuschusst, das ist eben ein marktkonformes Mittel, was in Deutschland eine lange Tradition hat, dann bremst das als solches, bremst nicht die Mieten aus, sondern bezuschusst diese Mieten ja dann auch noch. Und das ist immer die Frage, wie weit man sowas treiben kann, eine Frage der Abwägung, wie weit man damit geht. Ansonsten ist, was die Nachfrageseite anbetrifft, hat es natürlich eine Menge an Diskussionen gegeben. Vieles kam eben, wie gesagt, auch vorhin schon vor. Ich habe mir hier im Vorfeld nochmal genauer die Berliner Situation angeguckt. Also in Berlin, wie überall in Deutschland, gab es ab 2015 die Mietpreisbremse, die für einiges gesorgt hat, die aber auch ein begrenzter Weg ist, um Mieten zu bremsen, die dann auch in der Berliner Situation nicht besonders viel ausgetragen hat. Und deswegen hat man dann 2020 in Berlin den Mietendeckel eingeführt. Sie kennen diese ganzen Diskussionen wahrscheinlich auch. Der Mietendeckel war eine recht durchgreifende Methode, die Mieten festzulegen. Gab es überhaupt keine Erhöhung mehr und dann nachher nach einem gewissen Zeitraum nur noch um 1,5% oder sowas. Also ein radikaler Durchgriff.
gegen den natürlich die Vermieter Sturm gelaufen sind. Und die Vermieter haben insofern Erfolg gehabt, als 2021 dieser Mietendeckel vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden ist. Allerdings nicht mit einer inhaltlichen Begründung, sondern einfach mit der Zuständigkeitssache. Sowas könnte ein Bundesland nicht machen, sondern das im Sinne der konkurrierenden Gesetzgebung kann das nur der Bund machen. Deswegen ist das dann in sich zusammengebrochen, diese ganze Situation. Was dann kam in Berlin, ist die Abstimmung, also eine Volksabstimmung darüber gewesen, die parallel zur Bundestagswahl stattgefunden hat, und 56,4% waren dann für die Verstaatlichung oder Vergesellschaftung der großen Wohnungsbaukonzerne, die mehr als 3.000 Wohnungen umfassen. Also man merkt daran den Unmut in der Bevölkerung, den Zorn auf diese Situation, dass hier nicht mehr mit Eigentum verantwortlich umgegangen worden ist. Also ein verständlicher Zorn. Dieser Forderung muss der Senat jetzt irgendwie nachkommen. Mein letzter Informationsstand ist, dass dafür jetzt eine Expertenkommission eingesetzt worden ist, um zu prüfen, wie man damit umgeht. Das Problem bei solchen Verstaatlichungsforderungen, die ja auch am Rande in dem Diakonietext für heute auftauchen, ist dann, wie man das Ganze regelt. Die Erstattungssummen, die dann bezahlt werden müssen, wenn man das in Berlin durchführt, die liegen bei über 30 Milliarden Euro, soweit ich das jetzt hier gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das genau stimmt. Manchmal wird das ja auch hochgerechnet, solche Sachen bewusst hochgerechnet. Aber auf jeden Fall ist dieses Problem noch nicht gelöst. Aber es ist durch diese ganzen Diskussionen eine Dynamik drin in der ganzen, durch diese Initiativen ist eine Dynamik in der ganzen Diskussion drin, von der ich hoffe, dass sie uns doch noch entscheidende Anstöße bringt. Und was Staatssekretärin berichtet hat, zeugt ja auch davon, dass eine ganze Menge in Gang gekommen ist. Also das sind die Aspekte zur Nachfragesituation, zur Stärkung der Nachfragesituation. Auf der anderen Seite gibt es eben viel auch, was die Angebotssituation anbetrifft. Viele bemühen sich um eine Ausweitung am Bauland, um mehr Wohnungen bauen zu können. Es wird mehr darüber diskutiert, ob man nicht in Erbpachtregelungen eine ganze Menge macht, um einen Vorbehalt auf Grund und Boden zu behalten. Es gibt, das ist vorhin auch berichtet worden, das Ziel der Bundesregierung, 400.000 Wohnungen jedes Jahr zu realisieren, da schon 100.000 geförderte Wohnungen. Es gibt Grenzen, was die Bodensteuer oder nicht Grenzen, sondern es gibt Diskussionen, die Bodenwertsteuer steigen zu lassen, damit man hier mehr abschöpfen kann und Ähnliches. Hier läuft eine ganze Menge, auch was die Kappungsgrenze betrifft, gibt es ja im Koalitionsvertrag die Vorschläge, den Willen, das tiefer zu setzen. Das sind sicherlich alles Ideen, gute Vorhaben, um eine bessere Regulierung im Wohnungsmarkt voranzubringen. Wie weit das im Einzelnen nachher aber wirklich greift, das muss man sehen. IKD in diesem Zusammenhang hält sich, wie gesagt, mit ganz konkreten Forderungen zurück. Sie steht einiges vor, was man bedenken soll. Und deswegen als letzten Punkt aus der IKD-Denkschrift möchte ich Ihnen nur kurz noch einmal hier Folgendes vorstellen. Am Ende der IKD-Denkschrift finden sich Modelle für eine ethische Entscheidungsfindung im Bereich Wohnen und Bodenwert und Eigentum. Da werden so ein paar Beispiele durchdiskutiert und dann nach verschiedenen Aspekten, nach verschiedenen Interessen hin entfaltet. Und ich finde das relativ gut gemacht. Das zeigt auch die Komplexität der ganzen Situation. Also ein Beispiel ist dann zum Schluss, eine Kirchengemeinde besitzt ein Haus mit drei Wohneinheiten in einer Innenstadtlage, einer Großstadt, wurde 1962 gebaut, 1986 renoviert. Zwei Mietparteien ziehen in 3 Monaten aus und der Kirchenvorstand diskutiert nun über die weitere Verwendung dieses Hauses. Und dann werden verschiedene Handlungsoptionen hier vorgeführt. Und da gibt es dann insgesamt 7 Handlungsoptionen. Erste Option, die Wohnungen werden renoviert und vermietet, wie es nun mal so ist. Diese Option ist nicht geeignet für soziale Benachteiligte, weil die dann zu hoch sein werden. Zweite Option, die Wohnungen umfassend sanieren und vermieten.
Auch das inklusive erhöhten Energiestandard und Ähnliches, auch das ist ungeeignet für Familien. Einkommensschwache. Dann drittens Wohnung für intergenerationelles Wohnprojekt umbauen und vermieten. Das wäre eine Möglichkeit, dann muss man aber natürlich investieren, erheblich investieren wahrscheinlich. Punkt 4, Wohnungen für Wohnungslose umbauen oder Diakonie vermieten. Dann hat man geringe, aber sichere Wohneinnahmen, so wird hier argumentiert. Fünfte Option, Wohnungen an diakonisches Krankenhaus vermieten, dass diese als Dienstwohnung für Mitarbeitende nutzt. Dann hat man durchschnittliche Mieteinnahmen. Es hat einen Nutzen für das Krankenhaus und für die Diakonie. Sechste Option, das Haus an gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft verkaufen. Das Thema hatten wir schon, auch eine Möglichkeit. Und schließlich, die letzte Option, das Haus auf dem freien Markt verkaufen und mit dem Geld, was man dadurch erzielt, dann andere Projekte in der Gemeinde zu machen. Das ist so mal ein Beispiel für Handlungsoptionen, die es in so einer konkreten Situation geben kann. So wie das hier dargestellt wird, ist keine Endempfehlung jetzt hier angegeben, aber man sieht die Möglichkeiten, die man dann an dieser Stelle hat. Das heißt umgekehrt eben auch jeder hat die Möglichkeit, jede Kirchengemeinde, jede Einrichtung hat die Möglichkeit, in dieser Hinsicht sich auch sozial zu verhalten und sich sozial zu engagieren. Darum geht es hier eigentlich bei dem Beispiel. Ob sie es macht, ist die Frage nach einer grundsätzlichen Haltung und nach einer grundsätzlichen Einschätzung der Situation. So viel. Vielen Dank. Ich habe, anders als bei den Vorträgen heute Vormittag, eine kleine Präsentation mitgebracht. Die versuche ich jetzt erstmal zu teilen und hoffe, dass das funktioniert. Sieht gut aus. Naja, muss noch starten. Jetzt hoffe ich, genau. Ja, wir hatten uns im Vorfeld verständigt, dass ich ein kleines bisschen insofern aushole, dass ich nicht sofort in die Rolle von Kirche und Diakonie einsteige, sondern vor dem Hintergrund auch meiner kommunalen Erfahrungen wenigstens punktuell die Handlungsmöglichkeiten von Kommune aufzeige. Denn ich denke, es ist wichtig zu wissen, welche Themen man an welche Ebene adressiert, was man fortbewegen kann, was man auf Landesebene, was man auf Bundesebene bewegt. Wir haben das ja heute schon ein bisschen von Frau Kisseltepe gehört, wenn dann immer gesagt wird, da ist aber das Land zuständig. Und so geht es häufig auch ein Stück weit auf der kommunalen Ebene. Und in dieser Runde hier haben wir aber ja die Chance, genau diese verschiedenen Ebenen miteinander in Verbindung zu bringen und dann eben auch Dinge, die auf kommunaler Ebene nicht zu bewegen sind, über Land oder Bund als Diakonie zu bespielen. Ich will in drei Teilen vorgehen. Das erste ist also Blick auf kommunale Handlungsfelder, zumindest auszugsweise, dann einige Beispiele zum Einbringen von Kirche und Diakonie vorstellen und im kleinen Ausblick noch zum Schluss wagen. Ja, und das ist sozusagen noch der Auspunkt auch meines Vorwortes. Wir haben also unterschiedliche Kompetenzen auf den unterschiedlichen Ebenen. Der Bund ist vor allen Dingen für die mietrechtlichen, auch die sozialrechtlichen und die baurechtlichen Gegebenheiten zuständig. Also gestaltet sehr viel von dem aus, was Kommunen dann tun können oder auch bodenpolitisch oder planungsrechtlich eben nicht tun können. Während auf dem Land insbesondere die Wohnungsbauförderung liegt, aber auch solche Fragen wie Ausgestaltung von Mietpreisbremse, Kappungsgrenze, die Gutachten dafür und so weiter, das ist alles keine kommunale Aufgabe. Also ist die Frage, was sind denn dann die Kompetenzen der Kommune in dem Bereich? Und ich habe Ihnen mal ein Beispiel aus meiner früheren Tätigkeit in Leipzig mitgebracht. Das sind also die Handlungsschwerpunkte im wohnungspolitischen Konzept der Stadt Leipzig. Und da sieht man schon, das ist eine riesige Bandbreite. Es ist also nicht so, dass man sagt, wenn man sich als Kommune auf ein oder zwei Themen, auf ein oder zwei Instrumente konzentriert, kann man im Wesentlichen Wohnungspolitik gestalten, sondern dadurch, dass eben viele Kompetenzen auch nicht auf kommunaler Ebene liegen, ist man dort häufig dabei, eben auch mit kleineren Maßnahmen, mit vielfältigen Maßnahmen an der einen oder anderen Stelle was zu bewegen. Und hier sieht man ganz gut so die Handlungsfelder, die da vielleicht dahinter stehen, nämlich von der Stadtplanung, der Liegenschaftspolitik über Maßnahmen der Stadtteil- und Projektentwicklung, da spielen also auch die Städtebauförderprogramme eine Rolle,
der Anwendung bestimmter Rechtsgrundlagen und Förderprogramme. Beratung und Betreuung finde ich immer wieder ein wichtiges Thema. Dann dort, wo konkrete Instrumente mit einer eigenen Gesellschaft zum Beispiel auch zur sozialen Wohnraumsversorgung vorliegen. Und auch das Thema Monitoring, Markttransparenz, Kommunikation und Kooperation mit den verschiedenen Akteuren ist, glaube ich, ein zentraler Schlüssel. Ich will ein bisschen fokussieren, aber trotzdem auch vor dem Hintergrund der Diskussion heute Vormittag auf das Thema im weiteren Sinne soziale Wohnungsbauförderung und wie man die vor Ort einsetzen kann. Die soziale Wohnungsbauförderung ist ja länderspezifisch mit verschiedenen Programmen vorhanden. Da hat sicherlich auch das eine oder andere Bundesland auch seine Probleme im Programm. Aber auf kommunaler Ebene ist häufig auch das Thema, dass eben diese Wohnungsbaufördermittel zwar zur Verfügung stehen, aber gar nicht eingesetzt werden. Vielleicht weniger in den großen Städten, die inzwischen fast alle zumindest für die Schaffung von neuem Bauland Beschlüsse gefasst haben, dass eine bestimmte Quote von gefördertem Wohnungsbau dort errichtet werden muss. Sobald man aber über die Stadtgrenzen hinaus im suburbanen Raum ist, und das merke ich jetzt auch gerade in Diskussionen mit den Kollegen zum Beispiel in der Wetterau, da ist das doch gar keine Selbstverständlichkeit, sondern da wird auch über Jahre hinaus kein Euro an Wohnungsbaufördermitteln umgesetzt. Und häufig, wenn man in die kommunalpolitischen Diskussionen reinhört, ist das auch so eine Frage, dass soziale Wohnungsbauförderung so ein Stück weit kolportiert wird, als das ist Förderung für die ganz schwierigen Haushalte, da kommt man Probleme in die Quartiere. Wenn man aber in die Förderbedingungen guckt, und ich habe das hier nochmal kurz für das Land Hessen aufgeschrieben, dann ist das gerade bezogen zum Beispiel auf ein Beispiel einer vierköpfigen Familie, kann man da also ein maximales Jahreseinkommen von 54.000 Euro haben. Das sind fast die Hälfte der Familienhaushalte in Hessen. Insofern ist das also kein Instrument, was sozusagen in der Nische fördert, sondern erstmal durchaus in der Breite auch wirklich bezahlbares Wohnen vor Ort unterstützt, mit all den Problemen, die heute Vormittag zum Beispiel bezogen auf die kurze Dauer von Mietpreis- und Belegungsbindungen angesprochen wurden. Insofern also an der Hauptfragen, wie erreicht man Kommune, dass die Fördermittel auch von den Bauherren vor Ort genutzt werden? Das eine ist natürlich, dass man dort, wo man eine eigene Wohnungsbaugesellschaft als Kommune hat oder es eine Kreiswohnungsbaugesellschaft in manchen Ländern ja auch eine Landesgesellschaft gibt, diese ein ganz wichtiger Schlüsselakteur ist. Die Steuerung solcher Gesellschaften erfolgt häufig über Eigentümerziele, mit einem besonderen Auftrag natürlich auch der Versorgung besonderer Bedarfsgruppen, wo auch zum Teil Quoten für preisgünstigen Wohnraum auch im Bestand vereinbart werden als Ziel für das Unternehmen, aber vor allen Dingen natürlich das Thema von Zielzahlen für den Neubau von gefördertem Wohnraum eine Rolle spielen. Und was, glaube ich, noch ein ganz wichtiges Thema ist, auf das man in der Diskussion noch Einfluss nehmen kann: Es gibt durchaus noch viele Städte, in denen auch kommunale Wohnungsunternehmen noch einen Beitrag für den Haushalt abführen müssen und das Unternehmen die Erträge nicht komplett im Unternehmen verbleiben für dann zum Beispiel Neuinvestitionen. Ein zweiter wichtiger Schlüssel ist das ganze Thema der Liegenschaftspolitik. Und es klang ja heute Vormittag auch schon mal an, dass das eines der wesentlichen Probleme auf dem Wohnungsmarkt nach der steigenden Mieten die steigenden Bodenpreise sind. Ich habe das hier mal für das Beispiel Mainz aus dem Mainzer Wohnungsmarktbericht abgebildet. Wenn man also auf diese dunkelrote Linie schaut, nur mal im Zeitraum von 2016 bis 2019, da sind also ist der Baulandpreisindex für Wohngebiete um fast 75% gestiegen. In einigen Städten ist das noch viel höher. Ich komme ja aus Leipzig und dort hat sich das in 4 Jahren der Preis verdreifacht. Insofern ist also kommunales Grundstückseigentum auch aktuell, aber natürlich auch langfristig ein Schlüssel, um genau da auch bezahlbares Wohnen zu unterstützen. Insofern also auch ein wesentlicher Schlüssel, dass man auf eine langfristige Grundstücksvorsorge auf kommunaler Ebene setzt, dass Grundstücke, die man in Nutzung bringen will, möglichst in Erbbaurecht vergeben werden. Das ist noch
Also das hat schon deutlich mehr Akzeptanz gerade in den letzten 3, 4 Jahren auf kommunaler Ebene gefunden, ist aber jetzt noch nicht automatisch Standard. Und dass man Grundstücke eben nicht zum höchsten Preis vergibt, sondern über eine Konzeptvergabe kommunale Ziele verfolgen kann und dann vielleicht auch so ein Stück abwägen kann zwischen klimapolitischen und sozialpolitischen Zielen, auch versuchen kann, sie zu verbinden. Und gleichzeitig natürlich auch darüber nochmal gezielt kommunale Grundstücke, wenn sie eben über eine Grundstücksvorsorge auch vorhanden sind, für geförderten Wohnungsbau oder auch für Baugruppen, wir haben auch das Genossenschaftsthema heute früh gehört, zur Verfügung stellen kann. Wenn man keine kommunalen Grundstücke hat, dann kann man eigentlich die Frage der Umsetzung der Wohnungsbauförderung nur im Rahmen des Planungsrechts umsetzen. Das ist insofern auch ein Stück schwierig, weil in den meisten Kommunen wird ja auch eine Innenentwicklung angestrebt. Dort muss in vielen Fällen nicht unbedingt ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden, kein neues Planungsrecht geschaffen werden. Dann hat man als Kommune eigentlich auch keinen Zugriff darauf, ob bei dem Neubau geförderter Wohnungsbau errichtet wird oder nicht, sondern nur in den Fällen, wo also neues Planungsrecht geschaffen wird und Bebauungsplan aufgestellt wird, kann man noch nicht mal selbst den Bebauungsplan, den geförderten Wohnungsbau regeln, sondern in den begleitenden städtebaulichen Vertrag. Das wird von den meisten größeren Kommunen inzwischen auch so umgesetzt und die meisten größeren Kommunen haben also dort auch einen Grundsatzbeschluss, damit man das nicht bei jedem Bebauungsplan neu ausverhandeln muss und möglicherweise Probleme auch mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz hat, dass also eine Größenordnung, ich sage es mal von 20 bis 40%, da variiert das ungefähr, am Ende auch im geförderten Wohnungsbau umgesetzt werden muss im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplans. Das ist sozusagen das Instrument, dann zu arbeiten, wenn man keine eigenen Grundstücke hat. Zielgenauer ist aber, wenn man mit der kommunalen Grundstückspolitik arbeiten könnte. Und last but not least, spreche ich immer gerne das Thema Beratung und Vermittlung auch mit an. Also die Kommunikation mit den verschiedenen Akteuren auf dem Wohnungsmarkt ist ein entscheidender Punkt, um auch kommunale Ziele zu verfolgen. Also da auch Kooperationsvereinbarungen mit einzelnen Eigentümern zu schließen, kleinere gemeinwohlorientierte Bauherren auch zu beraten und zu unterstützen und natürlich alles, was in Bezug auf Beratung von Wohnungsnachfrage und Vermittlung über Wohnberechtigungsschein bis Obdachlosenhilfe und so weiter passiert. So ein kleiner Abriss sollte das sein, wo so die meines Erachtens die Haupthandlungsmöglichkeiten liegen, auf die man dann versuchen kann, auch als Kirche und Diakonie mit Einfluss zu nehmen. Wichtig ist mir nochmal zu sagen, den direkten Mietpreis, also der Einfluss auf eine Mietpreisentwicklung in der Stadt ist kommunal kaum zu gewährleisten. Langfristig ist da das kommunale Eigentum, das, womit man am meisten erreichen wird. Und vor dem Hintergrund ist also dieses Thema von Akteursbündnissen, denke ich, auch von einer zentralen Bedeutung. Notwendig ist sicherlich, dass Kommunen auch da in ihrer finanziellen Ausstattung, den rechtlichen Möglichkeiten besser, ja, unterstützt werden, weil am Ende ist es heute letztlich davon abhängig, welche kommunalen Steuereinnahmen letztlich vorhanden sind, um da auch zu agieren. Das heißt, die reicheren Kommunen haben auch häufig in der Wohnungspolitik deutlich bessere Möglichkeiten als Kommunen, die dann extrem knapp aufgrund ihrer geringen Gewerbesteuereinnahmen extrem knapp finanziell aufgestellt sind. Ich will im zweiten Schritt also ein Stück schauen auf die Rolle von Kirche und Diakonie in dieses Geflecht, Impulse zu setzen oder auch selbst etwas umzusetzen und gehe dann immer davon aus, dass eigentlich Kirche und Diakonie drei unterschiedliche Rollen haben können, nämlich als Mahner, als Mittler und als Motor. Also als Mahner, indem man genau auf die gerade angesprochen oder in den gerade angesprochenen Prozessen immer wieder das Thema der besonders bedürftigen Haushalte, der Schwierigkeiten auf dem Wohnungsmarkt, des bezahlbaren Wohnens einbringt, als Mittler, dass man möglicherweise auch selber die Plattform schafft, um Diskurse dazu zu führen und Prozesse voranzutreiben, die so kommunal nicht vorhanden sind.
und als Motor, in dem, auch das klang heute früh schon an, wir mit unseren eigenen Grundstücken, mit unseren eigenen Wohnungen, die wir haben, dort auch gezielt kleinere Impulse setzen. Und zu diesen drei Handlungsfeldern, drei Rollen will ich auch jeweils ein paar kurze Beispiele mit einbringen, die jetzt in einem engeren oder im weiteren Sinne aus der aktuellen Tätigkeit kommen. Ein Beispiel ist hier zum Beispiel das Thema mit mehr Fakten in die kommunale Diskussion zu bringen. Das Beispiel ist, dass die Liga Hessen, in der auch die Diakonie Hessen sehr intensiv mitwirkt, selbst eine Untersuchung beauftragt und gestartet hat, wie das eigentlich ist mit der Wiedereingliederung von Menschen, die aus dem Wohnungsmarkt raus waren, in stationären Einrichtungen wieder in, auf den Wohnungsmarkt zurückzukommen und wieder eine Wohnung zu finden und mieten zu können, und haben dazu Einrichtungen befragt. Und für mich ist das hier immer die Schlüsselfolie, die eigentlich zeigt, 40% der Menschen brauchen länger als ein Jahr, um wieder auf den Markt zurückzukommen, eine Wohnung zu finden. Was ja auch heißt, dass sie am Ende die Plätze in den stationären Einrichtungen so lange besetzen. Das ist aus meiner Erfahrung jetzt eine sehr gute Grundlage, mit der man deutlich besser auch zielgerichteter nochmal argumentieren kann in wohnungspolitischen Diskussionen, wo eigentlich eins der Problemfelder liegt. Wie gesagt, da gibt es ja noch ein ganzes paar mehr, aber dort, wo also häufig auch keine Daten vorhanden sind, kann man selber versuchen, da auch nochmal Impulse, Recherchen und so weiter mit einzubringen, um Forderungen auch besser unterstützen und untermauern zu können. Zweites Thema, was ich einbringen will, ist ja dieses Aufmerksammachen als lokale Initiative auf Missstände. Arbeite da seit mehreren Monaten mit dem Wetterauer Bündnis für soziale Gerechtigkeit zusammen. Zwei der Vertreterinnen habe ich heute auch schon hier im Plenum gesehen, die also für die Wetterauer angefangen haben, die verfügbaren Datengrundlagen auszuwerten. Wie ist das eigentlich mit der Nachfrage nach Wohnungsberechtigungsscheinen? Was steht denn an geförderten und mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen zur Verfügung? Und wo ist eigentlich das Missverhältnis? Und das entsprechend jetzt auch anfangen zu thematisieren, indem man direkt auf die Presse zugeht, indem man Diskussionen dazu startet, ein öffentliches Forum ist dazu auch geplant, indem man auch direkt auf Politik zugeht und das dort thematisiert. Zwei der Berichte sehen Sie hier, die daraus auch am Ende entstanden sind. Und dort sind wir wirklich an der Stufe, überhaupt erstmal Akzeptanz dafür zu schaffen, dass auch bei den Wohnungsneubauvorhaben, gerade in den größeren Städten im Wetteraukreis, es wichtig ist, dass auch ein Anteil geförderter Wohnungsbau errichtet wird. Das ist bisher nur in den geringsten Fällen wirklich so der Fall. Das führt weiter dazu, dass es natürlich auch wichtig ist, sich in den konkreten Planungsprozessen aktiv einzubringen, weil in der Bauleitplanung gibt es ja einerseits häufig frühzeitige Möglichkeiten, Themen schon mal einzubringen. Es gibt aber auch zwei gesetzlich gesicherte Möglichkeiten, da nochmal auch schriftlich sich zu positionieren. Und diese Chance sollte man nutzen, um eben auch einerseits das Thema geförderter, bezahlbarer Wohnbau in Bebauungsplanprozessen einzufordern. Und auf der anderen Seite sicherlich auch nochmal abwägend damit umzugehen. Es gibt ja auch noch andere Bedarfe, auch das haben wir heute früh gehört, im Bereich des Klimaschutzes, des Bodenschutzes, sich da auch möglichst selbst eine Meinung zu bilden und in den Planungsprozessen also auch die Stimme mit zu erheben. Wir als Zentrum gesellschaftliche Verantwortung haben dafür einen kleinen Leitfaden entwickelt, den man also auch im Internet abrufen kann, um da zu unterstützen, und bieten da also auch Fachberatung dazu an, weil es ist ja häufig nicht so ganz einfach, einen Bebauungsplan zu lesen und zu schauen, welchen Impuls kann man jetzt wie hier am besten einbringen, damit er auch Aussicht auf Erfolg hat.
Das geht einen Schritt weiter, dass natürlich es dann auch wichtig ist, in lokalen Bündnissen, wenn es die vor Ort gibt, mitzuwirken oder diese auch einzufordern. Ich habe da zwei kleine Beispiele mitgebracht, die ich kurz erläutern will. Das eine ist, dass ich selbst jetzt Mitglied im Bündnis für das Wohnen in Mainz bin. Das ist sicherlich jetzt kein Bündnis wie in Hamburg, wo man schon sehr klar miteinander verhandelt und Forderungen stellt, aber es ist ein Forum, wo die Stadt regelmäßig mit dem örtlichen Wohnungsbauakteuren und Trägern zusammensitzt und Fragen der künftigen Entwicklung diskutiert. Und nach meiner Wahrnehmung aus den ersten Sitzungen jetzt ist es schon wichtig, dass da auch jemand dabei sitzt oder mehrere dabei sitzen, die Stimme für soziale Themen, soziale Fragen, das bezahlbare Wohnen dort mit erheben. Und jetzt sage ich das auch wieder aus meiner kommunalen Erfahrung, wenn man dort als Treiber so eines Bündnisses, als Moderator sitzt, ist man auch sehr froh, wenn man nicht als Kommune immer wieder nur diese Fragen einbringen muss, sondern wenn es auch andere Akteure gibt, die sie thematisieren, sodass man dort auch stärker vielleicht in eine vermittelnde Rolle mit reingehen kann. Das zweite Beispiel, was ich mitgebracht habe, kommt auch aus meiner Leipziger Erfahrung, so an der Schnittstelle. Dort war ich natürlich auch ehrenamtlich im kirchlichen Bereich aktiv und auf der anderen Seite ja im Planungsbereich und in der Entwicklung eines der großen Neubaugebiete haben wir sehr frühzeitig als Stadt ein Beteiligungsprozess initiiert, wo verschiedene Akteure aus der Nachbarschaft mit beteiligt waren und schon von der Definition der Ziele für das Gebiet über einen städtebaulichen Wettbewerb, der stattgefunden hat, diesen Prozess sehr intensiv und eng mit begleitet und beraten haben. Und dort war die Kirchengemeinde aus der Nachbarschaft, die aufgrund der Zuschnitte aber jetzt nicht die Kirchengemeinde ist, zu der das Gebiet selber gehört, aber die direkt angrenzende Kirchengemeinde war in diesem Nachbarschaftsforum regelmäßig mit vertreten und hat dort aus meiner Wahrnehmung auch immer wieder wichtige Impulse gebracht, um da auch eine Ausgewogenheit in der Entwicklung des Quartiers mit zu unterstützen. Ja, und dann kommen wir letztlich auch so in den Bereich des Motors, dort wo es also um eigene Gebäude, um eigene Flächen geht. Da muss ich jetzt auch so sagen, fehlt es noch so ein Stück weit an klaren Initiativen der EKN. Ich habe jetzt hier ein Beispiel unserer katholischen Schwestern und Brüder in Frankfurt mitgebracht, die einen Leitfaden Wohnen dort erarbeitet und beschlossen haben. Dieser Leitfaden Wohnen regelt einerseits zum Beispiel, unter welchen Bedingungen die kirchlichen Wohnungen auch unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete vermietet werden können. Und auf der anderen Seite benennt er auch nochmal so schrittweise Kriterien, unter welchen Überlegungen die Wohnung an wen vermietet werden soll. Natürlich spielt auch das Thema kirchlicher Mitarbeiter eine Rolle, aber zum Beispiel eben auch, dass Wohnungen der Wohnungsgröße entsprechend an Haushalte vermietet werden, sodass also nicht kleine Haushalte große Wohnungen mieten, dass Flüchtlinge einen besonderen Zugang auch zu kirchlichen Wohnungen erhalten und so weiter. Ich glaube, das ist auch ein gutes Instrument, um Kirchengemeinden zu unterstützen, dass man nicht überall sozusagen Kriterien auch für sich selbst entwickeln muss, sondern da auch eine Hilfestellung und eine Orientierung hat. Und last but not least, und dann gucke ich gerne nach Hamburg, und da haben wir ja heute auch Vertreter da. Ich denke, für mich ist immer das, was gerade dort im Trinitatisquartier passiert, auf einem kirchlichen Grundstück, wo einerseits ja sozialer Wohnungsbau, soziale Einrichtungen, Kindertagesstätte und so weiter entwickelt werden, auch mit einer hohen Qualität. Das ist eigentlich so ein Stück weit die Vision, die Chance auch, wo wir als Kirche auch die Möglichkeiten haben, direkt als Vermieter und in der Schaffung neuer bezahlbarer Angebote mit allen Schwierigkeiten, das klang ja vor in der Diskussion auch schon an, und auch einer Wirtschaftlichkeit, die am Ende gewährleistet werden muss, dort aber auch konkrete Impulse in einer Kommune zu setzen. Und das leitet mich auch über zu dem Ausblick, den ich da gerne geben will, weil ich glaube, und da greife ich gerne den Vortrag von Herrn Wegner heute früh nochmal auf, das Thema der kirchlichen Liegenschaftspolitik und der kirchlichen Liegenschaften und wie wir die nutzen, ist sehr wichtig.
bis dahin, dass wenn wir irgendwo als Mahner auftreten, es ja auch wichtig ist, dass wir selbst das leben, was wir an anderer Stelle von Kommune und anderen Akteuren einfordern. Und das, was ich wahrnehme, ist, dass wir in vielen Landeskirchen im Moment Strukturprozesse haben, die mit dem Thema der rückläufigen Mitgliederzahlen umgehen und wo in vielen dieser Prozesse am Ende man auch davon ausgeht, dass in einer Größenordnung Flächen und Immobilien nicht mehr benötigt werden. Innerhalb der EKN sind das Zahlen von 30-50%, die da in der Diskussion sind, gerade wenn es so um Gemeindehäuser geht, auch um Fachhäuser geht. Und was ich für wichtig halte, ist, dass wir genau in diese Prozesse, diese Fragestellung des bezahlbaren Wohnens und der Nutzung dieser Flächen mit hineingeben, weil es natürlich auf der anderen Seite auch die nicht unberechtigte Überlegung gibt, natürlich durch den Verkauf nicht mehr benötigter Gebäude, diejenigen Gebäude, die man erhält, auch energetisch zu ertüchtigen und in der Nutzung weiterzuentwickeln. Und ich fand hier für die Diskussion, die ich auch selber führe, diese EKD-Text 136 mit dem vorhin ja schon angesprochenen Modell der ethischen Entscheidungsfindung eine gute Grundlage, um damit ins Gespräch zu gehen und auch eine gute Unterstützung für solche Positionen. Und kann nur empfehlen, sich das auch selber zu eigen zu machen, zu nutzen. Ich will da jetzt inhaltlich gar nicht weiter drauf eingehen, weil wir haben vorhin da ja schon mal ganz wichtige Punkte davon gehört. Und das heißt in der Konsequenz für mich, dass also auch in der kirchlichen Liegenschaftspolitik wir eine Orientierung am Verkehrswert haben und nicht zum Höchstpreis verkaufen, dass wir versuchen, sehr stark mit Erbbaurechten zu agieren und Flächen nach Konzept zu vergeben. Dort sind wir auch an der Schnittstelle zur Sozialraumorientierung. Also die Frage, welche konkreten Bedarfe hat der Sozialraum, in dem ich aktiv bin? Sind das jetzt allgemein bezahlbare Wohnungen? Ist das ein spezielles Wohnungsangebot? Zum Teil ist es häufig zum Beispiel auch schwierig für Demenz-WGs und ähnliches Flächen zu finden. Kann man das also mit so einer Konzeptvergabe auch unterstützen? Bis hin eben zu dem, was wir in Hamburg gesehen haben, einer gemeinsamen Projektentwicklung und das, was ich mir so in einer Vision wünschen würde, wenn wir von so einer Größenordnung auch von jetzt frei werden Grundstück reden, wäre eigentlich, dass wir wieder anfangen, kirchlich-diakonische Wohnungsgesellschaften deutlich mehr aufzubauen, als wir sie heute haben. So viel von meiner Seite zum Input. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Heinig, für diesen tollen Überblick aus der Praxis und in die Praxis und hineingedacht in Diakonie und Kirche in ihren verschiedenen Ausformungen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir viel von dem, was Sie angeregt haben, weiter vertiefen könnten. Und würde jetzt in einer ersten Runde erstmal fragen, ob es Verständnisrückfragen gibt dazu. Irgendwas, was klargestellt werden soll. Ich vorschlage, dass wir die Beiträge von Heike Moorland und dem Stefan Nagel noch hören und dann in die Diskussion gehen. Auch hier wieder, Sie können Fragen in den Chat stellen. Sie können sich aber auch direkt melden. Wir sind hier tatsächlich ja auch, um uns auszutauschen über Erfahrungen. Also nicht alles muss eine Fachfrage und ein fertiger Beitrag sein. Wir sind auch hier, um zu hören, was Sie vor Ort gemacht haben, welche Schwierigkeiten aufgetreten sind, was bei Ihnen anders läuft, was noch zu ergänzen ist. Also scheuen Sie sich da nicht einfach loszulegen. Leite dann über zu Heike Moorland von der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Sie leitet das Geschäftsfeld berufliche und soziale Integration des Diakonischen Werks der Diakonie RWL. Wir haben sie heute schon als Chatbeobachtung gehört. Und sie wird uns jetzt, nachdem sie vielleicht selber noch ein paar mehr Worte über sich selber gesagt hat, zu uns sprechen über die Frage Wohnraum schaffen durch Kirche und Diakonie. Aufgaben für einen diakonischen Landesverband? Fragezeichen. Heike. Ja, danke schön. Ich sage noch zwei Worte zu mir, nur damit Sie das einordnen können. Ich leite das Geschäftsfeld berufliche und soziale Integration bei der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Dazu gehören die Arbeitsgebiete
Wohnungsnotfallhilfe, Arbeitsmarktpolitik, Straffälligenhilfe, Schuldnerberatung, aber eben auch das Gesamtthema Armut und Existenzsicherung. Also das ist so der fachliche Teil, aus dem ich komme. Ich bin Sozialpädagogin und Juristin und ich beschäftige mich mit dem Thema Wohnen aus verschiedenen Gründen schon länger, beruflich intensiv seit 2017. Und ich gebe auch noch mal eine Präsentation frei. Jetzt müssten wir das eigentlich gleich in Groß und in Farbe sehen können. Genau. Bei uns startete die ganze Sache, sich stärker als Landesverband mit dem Thema Wohnraum beschäftigen, mit der einfachen Frage meines Kollegen aus der Öffentlichkeitsarbeit im Jahr 2017. Welches Thema wollen wir denn nächstes Jahr als Schwerpunktthema in der Öffentlichkeitsarbeit nehmen? Neben vielen anderen guten Vorschlägen hatte ich das Thema Wohnen vorgeschlagen und bezahlbarer Wohnraum. Und auf einmal gingen bei den Kollegen aus den anderen Arbeitsgebieten überall die Finger hoch und sagten, ja, genau das ist das Thema, was uns alle beschäftigt. Für die Diakonie ist das Thema Wohnraum schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten ein sozialpolitisches Thema, vor allem in der Wohnungsnotfallhilfe. Ich habe Texte gefunden meiner Kollegen aus den 90er Jahren, andere Jahreszahl drauf, anderes Layout, man könnte sie wahrscheinlich fast eins zu eins übernehmen. Wir haben aber bei uns wahrgenommen, und das dürfte, denke ich, fast bundesweit so gelten, eine angespannte Situation auf dem Mietmarkt und insbesondere das für die Zielgruppen unserer sozialen Arbeit, also für Menschen, die in prekären Verhältnissen leben, für Menschen mit Armuts- und Diskriminierungserfahrung, für ältere Menschen, für Menschen mit Behinderung, also wirklich das ganze Spektrum der diakonischen Arbeit. Also war unsere Idee, ja, wir wollen unseren sozialpolitischen Einfluss geltend machen, um anwaltschaftlich für unsere Klientinnen und Klienten einzutreten. Und dann kam das große Aber. Das Aber ist, wir haben aber auch selbst Grund und Boden als Kirche und Diakonie und wir sind selbst auch Vermieterinnen und Vermieter. Und das gibt und führt natürlich zu kritischen Anfragen aus der Zivilgesellschaft. Man jetzt sieht, dass kirchliche Grundstücke oder kirchliche Wohnungen zum Marktpreis angeboten werden in der Miete, dann muss man sich natürlich die Frage fallen lassen, ja, was macht ihr denn? Warum fordert ihr auf der einen Seite sozialen, bezahlbaren Wohnraum und auf der anderen Seite fordert ihr selbst Höchstpreise? Also war unsere Lösung, das ist auch wirklich nur unsere Lösung, aber eine der möglichen Lösungen, nicht nur günstigen Wohnraum fordern, sondern Kirche und Diakonie auch ermutigen, ihn selbst anzubieten und parallel dazu eben auch sozialpolitisch tätig zu werden. Das führte bei uns zu einem zweigleisigen Vorgehen. Wir waren gerade in Vorbereitung zu dem, was ich Ihnen gleich etwas länger vorstelle, zum Bündnis fairer Wohnraum, hatten das auch gerade unseren Mitgliedern mitgeteilt, dass wir das machen. Und da in diesem Bündnis geht es mir um diesen innerkirchlichen Blick. Da kam die Anfrage vom Deutschen Mieterbund NRW, ob wir uns nicht an einem Bündnis beteiligen wollen. Wir haben es dann nachher kommunikativ so gelöst, dass wir gesagt haben, das eine Bündnis ist unser Bündnis und das andere Bündnis ist das sozialpolitische Bündnis, an dem wir Gründungsmitglied sind. So, das lief zeitlich parallel. Das Bündnis fairer Wohnraum, das war, ich dachte ja, es kam aus der Öffentlichkeitsarbeit, die ursprüngliche Anfrage, das war ein Bündnis, das wir zunächst auf 2 Jahre angelegt hatten. Wir haben zunächst angefangen, gemeinsam mit den 3 Landeskirchen bei uns im Verbandsgebiet ein Positionspapier abzustimmen. Diejenigen von Ihnen, die mit anderen kirchlichen Akteuren zusammenarbeiten, wissen, das ist nicht immer ganz einfach, da relativ schnell zu einem Ziel zu kommen, aber es ist uns innerhalb weniger Monate gelungen. Dann haben wir auf dem Kirchentag 2019 in Dortmund eine gemeinsam mit der Diakonie Deutschland eine Resolution eingebracht, bezahlbarer Wohnraum. Wir haben einen Fachtag angeboten für unsere Träger, wo wir Best-Practice-Beispiele aus unserer Region vorgestellt haben, aus unserem Verbandsgebiet. Wir haben angefangen, eine Homepage aufzubauen und einen Newsletter einzustellen. Und wir waren auf der Suche nach diakonischen Bündnispartnern bei unseren Mitgliedern im Wesentlichen. Da hat sich tatsächlich kein einziges Mitglied gemeldet, was sicherlich ganz unterschiedliche Gründe hat. Unsere Wahrnehmung war vor allem, und das war auch die Rückmeldung, die wir erhalten haben,
Um sich einem Bündnis anzuschließen, braucht man schlicht und ergreifend Zeit, man braucht Ressourcen und man muss das eben auch bedienen können. Also es reicht nicht zu sagen, ja, wir machen da mit und hat aber selbst keine Ressourcen. Also es war ein wesentlicher Hemmnis. Ja, wir hätten dieses Bündnis in der Form sicherlich auch nochmal weiter nach vorne getrieben, auch kommunikativ weiter nach vorne getrieben und vielleicht hätte sich dann der ein oder andere noch gemeldet als Bündnispartner. Dann kam aber Corona. Und das hat einigen unserer Planung tatsächlich einen Riesenstrich durch die Rechnung gemacht. Wir hatten unter anderem vor, einen runden Tisch zu machen mit Akteuren aus den Landeskirchen, die bei uns sind, aus der Diakonie, und verschiedenen anderen Akteuren. Ich nenne gleich nochmal einige davon. Der Termin stand nach langer Abstimmung und dann wurde das aber eben, das waren Zeiten, in denen es eben noch keine Zoom-Konferenzen gab, sondern man sich mühsam zusammen telefoniert hat. Rückblickend kann man sagen, das Abschlussprojekt, was dann daraus entstanden ist, aus dem geplatzten runden Tisch, das war ein Praxisleitfaden für Kirche und Diakonie zum Umgang mit eigenen Bauprojekten, zum Umgang mit Immobilien. Wir haben dann diesen geplanten runden Tisch umfunktionalisiert und haben gesagt, dann machen wir so einen Leitfaden. Die Landeskirchen, das sind die Westfälische Landeskirche, die Rheinische Landeskirche und die Lippische Landeskirche. Es war dabei aber auch die kirchliche Zusatzversorgungskasse, die bei uns zumindest für die Rheinische Kirche auch Wohnungen bewirtschaftet, aber im Großen und Ganzen auch natürlich in der Anlage tätig ist, um unsere Zusatzversorgung auch abzusichern. Es war dabei die Bank für Kirche und Diakonie. Es waren mehrere diakonische Träger vertreten, zum Beispiel Bethel mit dem Projekt Wohnen selbstbestimmt. Es war aber auch dabei eine Geschäftsführung eines regionalen diakonischen Werkes, ein Kollege aus der Wohnungsnotfallhilfe und eine kirchliche Wohnungsgesellschaft. Also ganz viele kirchliche Akteure mit ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und wir haben dann Einzelinterviews geführt mit diesen Akteuren, auch mit den Bauabteilungen der Kirchen und das dann in einer Broschüre zusammengefasst. Kernaussage der Broschüre ist, dass kirchliche und diakonische Träger nicht selten zentral gelegene und gute Grundstücke und Bestandsimmobilien besitzen, wie zum Beispiel Gemeindehäuser oder Anstaltsdiakonien. Und diese Grundstücke und Immobilien könnte man nutzen für sozialen, nachhaltigen und barrierefreien Wohnraum. Dazu kommt, das hat Herr Heinig eben schon angesprochen, die sich verändernde Lage von Kirchengemeinden und Kirchen, die auch den Blick der Träger nochmal auf die Grundstücke und Gebäude anders ausrichtet. Und unser oberstes Ziel war eigentlich, wenn wir irgendwas schaffen, dann den Trägern und den Kirchengemeinden zu vermitteln, bitte verkauft kein Grundstück. Ihr könnt ganz viel machen damit, aber bitte nicht verkaufen, ihr verkauft euer Tafel selber. Es wurde aber auch sehr schnell deutlich in diesen Interviews, dass gerade kleinere Träger und Kirchengemeinden kaum Erfahrung mit Projektentwicklung haben und mit Grundstücksbewirtschaftung. Und dass es auch mehr oder weniger fahrlässig wäre, alle zu ermutigen, baut selber und macht selber, weil klar ist, auch die Bewirtschaftung nachher gehört eher in professionelle Hände als in ehrenamtliche Presbyterien oder Kirchenvorstände, die gar nicht die Kapazitäten haben oder auch perspektivisch nicht unbedingt die Kapazitäten haben, um Grundstücke auch gut zu bewirtschaften. Das Ziel sollte also sein, Kirchengemeinden und diakonische Träger anzustoßen, sich mit der Nutzung der Grundstücke zu beschäftigen. Und wir wollten eigentlich, Grundidee war, was Praktisches an die Hand zu geben und zu sagen, so guckt da rein, dann könnt ihr euch schon mal orientieren. Das soll jetzt nichts Umfassendes sein, um dann alles zu lösen, aber so einen ersten Einblick, so ein Appetizer und eben auch so ein paar Fragen, die letztendlich auch in dem Projekt oder in der EKD-Text aufgegriffen worden sind, so etwas runtergebrochen auf Kirchengemeinden zu thematisieren. Wichtig waren uns verschiedene Dinge. Das eine war das Spannungsverhältnis zwischen Sozialpolitik und Immobiliengeschäft, dann die soziale Nachhaltigkeit im Umgang mit eigenen Grundstücken und Immobilien. Ich sagte eben schon, kirchliche Grundstücke nicht zum Höchstgebot zu verkaufen, das ist wirklich so der Kernpunkt. Und was wir auf jeden Fall machen wollten, und das war uns ganz wichtig,
gerade für die Zielgruppen diakonischer Arbeit als potenzielle Mieterinnen und Mieter zu werben. Denn das ist uns auch aufgefallen, dass das Zielgruppen sind, die nicht nur gesamtgesellschaftlich hinten runterfallen, sondern dass die eben auch bei kirchlichen, diakonischen Vermietern nicht unbedingt an erster Stelle im Ziel, im Blick sind. So. Rausgekommen ist dann nachher das Bild dieses Leitfadens, sehen Sie rechts auf der Folie, weil alle ein Zuhause brauchen. Genau. Das Projekt oder dieses Bündnis fairer Wohnraum, das ist dann nach 2 Jahren, haben wir das friedlich ausschleichen lassen. Es gibt aber natürlich nach wie vor Unterstützung durch unseren Landesverband. Es gibt Fachveranstaltungen, zum Beispiel in Kooperation mit den Landeskirchen zu Immobilienthemen. Es gibt Beratung zu Quartiersprojekten. Es gibt eine betriebswirtschaftliche Erstberatung und auch eine Beratung zu Fördermitteln, auch zum Wohnungsbau, hier eher die Mittlerfunktion, gar nicht so sehr die, da sind wir nicht die Experten, so wie wir als Kirche und Diakonie in der Regel zumindest nicht unbedingt die Experten für Wohnungsbau sind, abgesehen von einigen Personen, die sich wirklich schwerpunktmäßig beruflich damit beschäftigen. Und das andere ist eben fachliche Beratung, denn das ist ganz wichtig bei uns und das erleben wir sehr häufig in unserer Mitgliedschaft, dass eben Wohnprojekte nicht immer nur isoliert als Wohnprojekte gebaut werden, sondern sehr häufig in Kombination mit anderen Angeboten diakonischer Arbeit. Zum Beispiel ein Kindergarten dabei, eine Tagespflege dabei. So, und dann sind wir natürlich auch fachlich mit dabei und dann kommt man unweigerlich dazu, diese beiden Aspekte miteinander in Verbindung zu bringen. Neben dieser mehr nach innen gerichteten Tätigkeit ist für uns aber eben ganz wichtig auch die sozialpolitischen Aktivitäten in Bündnissen. Zum einen sind wir in der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege sehr aktiv mit verschiedenen Fachausschüssen, zum Beispiel im Bereich Gefährdetenhilfe für die Wohnungsnotfallhilfe, Straffälligenhilfe, aber auch im Arbeitsausschuss Hilfe für Menschen mit Behinderungen. Dort gibt es einen Fachausschuss Wohnen. Und wir veranstalten jährlich ein Treffen für Menschen mit Armutserfahrung. Dort hatten wir vor allen Dingen, das Thema Wohnen spielt immer eine Rolle. Wir hatten aber vor einigen Jahren tatsächlich das Schwerpunktthema auf der Suche nach einem bezahlbaren Zuhause. Das war eben Schwerpunktthema in diesem Treffen. Auch das sind Dinge, die für uns zu diesem Gesamtpaket mit dazugehören. Und ich sprach es vorhin schon an, das NRW-Aktionsbündnis Wir wollen wohnen. Dieses Aktionsbündnis, das läuft seit Anfang 2019, haben wir den Auftakt gehabt. Und seitdem sind wir immer wieder gefragt mit Stellungnahmen, Gesetzgebungsverfahren, bei Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern, Aktionstage, Fachveranstaltungen. Wir geben regelmäßig Positionspapiere raus zu Kommunalwahlen und Landtagswahlen. Da sind wir sehr stark unterwegs und wir sind deshalb stark unterwegs, weil wir einmal mit dem Mieterbund einen Akteur haben, die das fest in die Hand nehmen und sagen, so, uns ist das wichtig und wir übernehmen auch die Federführung. Das ist eine ganz wichtige Funktion und da sind wir den Kollegen auch sehr dankbar. Wir sind aber auch deshalb stark, weil wir einfach mit vielen sehr anerkannten Akteuren zusammen unterwegs sind. Und einmal 4 Verbände aus der Freien Wohlfahrtspflege, unter anderem Caritas, Paritäte, Diakonie. Dann ist dabei der Deutsche Gewerkschaftsbund, die beiden Sozialverbände SOVD und VDK und eben der Mieterbund mit der Federführung. Und dieses Bündnis ist inzwischen einfach ein großes Standing. Wir hatten letzte Woche, war ich auf einer Podiumsveranstaltung mit den 4 baupolitischen Sprechern der Parteien und wir haben alle durchweg gesagt, genau dieses Bündnis ist einfach extrem wichtig, um sanften, aber kontinuierlichen Druck auszuüben. So hatten wir es ausgedrückt. Ja, Fazit. Also es gibt Möglichkeiten der Unterstützung als Landesverband, die sind aber begrenzt. Begrenzt deshalb, weil es immer eine Frage auch der Ressourcen ist. Ressourcen personeller Art und zeitlicher Art. Aber eben auch Ressourcen, was die Fachkenntnisse angeht. Das ist schon eine Welt für sich, das Immobiliengeschäft. Da hüpft man nicht mal eben so rein und kennt sich gleich mit allem gut aus. Das ist schon
Das, was wir aber besonders gut können, das ist die verbandsinterne und kircheninterne Lobbyarbeit für die am Wohnungsmarkt besonders benachteiligten Gruppen. Es ist aber auch die Lobbyarbeit nach draußen. Es gibt eins, wo wir sicherlich sehr stark sind, und das könnten wir viel stärker noch nutzen, das ist das Thema soziale Nachhaltigkeit und das auch zu besetzen, dieses Thema zu besetzen, zu sagen, da sind wir die Expertinnen und Experten und dieses Thema, da erzählen wir euch, was soziale Nachhaltigkeit ist. Das ist insofern auch nicht uninteressant, weil dieser Begriff Nachhaltigkeit, ja, der wird ja gespalten in verschiedenen Theorien in ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Und die soziale Nachhaltigkeit, das ist genau unser Thema. Auch im Finanzgeschäft, da spielt der Begriff der Nachhaltigkeit eine immer stärkere Rolle. Und eben auch da zu sagen, so soziale Nachhaltigkeit, da können wir euch erzählen, was das bedeutet. Da sollten wir noch mal stärker einsteigen. Ich sehe einen Erfolgsfaktor dann, wenn Kirche und Diakonie sich zusammenschließen und gemeinsam aktiv werden, insbesondere auf lokaler Ebene, um gerade auch die Frage der Grundstücke nochmal anders anzugucken, aber auch die Frage der Ressourcen nochmal anders anzugucken. Wer kann wo was beitragen? Und insgesamt sehe ich, also jetzt nicht nur im Zusammenschluss von Kirche und Diakonie, sondern insgesamt sehe ich Bündnisse hier als ganz zielführend an. Also in der Zeit, in der ich mich sehr intensiv mit dem Thema Wohnen und Wohnen beschäftigt habe, da habe ich mit vielen Kolleginnen und Kollegen, die auch heute hier vertreten sind, zumindest mal gesprochen. Aber die Pflege von Netzwerken braucht eben auch Zeit. Und wenn man sich wirklich in Bündnissen zusammenschließt und jeder trägt das bei, was er oder sie besonders gut kann oder was jeder Verband besonders gut kann, dann kann da was richtig Gutes draus werden. So, das war es für den Anfang. Vielen Dank für dieses tolle Schlusswort. Nach dem tollen Ausblick und herzlichen Dank für die Arbeit, die schon passiert ist. Ich finde das ganz beachtlich, angesichts der Ressourcen das auf die Beine zu stellen. Finde ich toll. Ich würde jetzt auch hier gerne nochmal eine Runde für Rückfragen eröffnen, wenn es denn welche gibt. Ich sehe keine Hände, keine erhobenen, und im Chat, Lars, ist, glaube ich, auch nichts, oder? Ich vorschlage, dass wir trotzdem schon mal unsere Fragen im Kopf und im Chat notieren für nachher, wo es denn für uns alle mit dem Thema weiter hingehen soll. Heike Morland hat ja jetzt schon ganz viele konkrete Vorschläge gemacht. Und von Herrn Hein auch schon einige gehört. Ich bin sicher, Stefan Nagel wird diese Liste noch länger machen, wo wir uns weiterhin entwickeln können, woran wir weiter arbeiten können. Herzlich willkommen, Stefan Nagel. Stefan Nagel ist Politologe und Sozialpädagoge und langjährig in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg in der Wohnungsnotfallhilfe aktiv. Viele von euch und Ihnen werden ihn kennen. Seit 2005 ist er Referent für Wohnungslosen- und Suchtkrankenhilfe und Armut am Diakonischen Werk Hamburg. Und wird uns jetzt speziell mit einem Fokus auf die Lobbyarbeit für soziale Wohnungspolitik in Hamburg an seiner Erfahrung teilhaben lassen und wahrscheinlich auch noch Ideen weitergeben. Stefan. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe auch eine kleine, kurze Präsentation vorgesehen und hoffe, dass das jetzt zu sehen ist. Ja, vielleicht für meine Ausführungen wichtig im Hinterkopf zu halten, jetzt gerade auch nach den vorherigen Beiträgen. Hamburg ist Kommune und Bundesland zugleich. Und deshalb sind wir als Landesverband der Diakonie auch in so einer Doppelrolle, dass wir auch in landesverbandlichen und kommunalen Themen unterwegs sind. Das unterscheidet so unsere Arbeitsbedingungen schon deutlich von vielen anderen Regionen. Als 2012 bundesweit die neue Wohnungsnot erstmals auf den Titelseiten von Spiegel und anderen großen Tageszeitungen auftauchte und damit auch auf der politischen Agenda nach vorne rückte,
hatte sich die Situation für arme und benachteiligte, diskriminierte Bevölkerungsgruppen schon sehr viel früher verstärkt und verschlimmert. Insbesondere wohnungslose Haushalte hatten schon Jahre vorher gespürt, die Auswirkungen der neuen Wohnungsnot gespürt. Sie mussten viele Jahre oder sogar über sehr viele Jahre vergeblich auf die Vermittlung von Wohnraum warten. Darauf reagierend haben wir im Jahr 2006 im Landesverband der Diakonie in Hamburg einen fachübergreifenden Workshop organisiert, in dem die unterschiedlichen Perspektiven von Jugendhilfe, Seniorenarbeit, Eingliederungshilfe, Migrationssozialarbeit, Wohnungsnotfallhilfen und anderen auf die Wohnungsnot zusammengetragen wurde. Aus den Ergebnissen dieses Workshops wurden wohnungspolitische Eckpunkte der Diakonie Hamburg destilliert. Diese im Landesverband und in unserer Mitgliedschaft auf diese Weise verankerten Eckpunkte bildeten den Ausgangspunkt für die weitere Lobbyarbeit und öffneten auch viele Gesprächskanäle. Seitdem machen wir eine für einen Wohlfahrtsverband wahrscheinlich vergleichsweise intensive Lobbyarbeit für eine soziale Wohnungspolitik, dies teilweise zusammen im Bündnis mit anderen Akteuren. Mein Auftrag heute ist es, von dieser Lobbyarbeit eines Wohlfahrtsverbandes in maximal 15 Minuten zu berichten. Das heißt, ich muss stark verdichten und einige Aspekte kann ich nur thesenhaft formulieren oder andeuten und nicht argumentativ entfalten. Viele Problemlagen von Klientinnen sozialer Dienste und Einrichtungen der Diakonie sind direkt oder indirekt mit problematischen Wohnbedingungen verknüpft oder dem Fehlen von Wohnraum oder mit dem Fehlen von Wohnraum verknüpft. Die Hilfeangebote wären erfolgreicher, wenn angemessener Wohnraum zur Verfügung stünde. Oft genug ist die Sicherstellung einer eigenen und angemessenen Wohnung die zwingende Voraussetzung dafür, dass die allgemeine Lebenssituation von Rat- und Hilfesuchenden tatsächlich verbessert werden kann. Der Mangel an zugänglichem Wohnraum führt auch zu einer unnötigen und fachlich unangemessenen Verlängerung der Verweildauer, zum Beispiel in Frauenhäusern oder Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. Die Wohnungsnot erschwert darüber hinaus auch die Umsetzung fachpolitischer Ziele, wie zum Beispiel die Ambulantisierung von Hilfeformen. Deshalb gestalten wir unsere Lobbypolitik für eine soziale Wohnungspolitik nicht nur aus advokatorischen Gründen für arme und diskriminierte Menschen, sondern wir haben als Anbieter sozialer Dienstleister ein ureigenes Interesse an einer besseren sozialeren Wohnungspolitik. Denn wir können unsere Arbeit und unseren Arbeitsauftrag über sehr viele Arbeitsfelder hinweg nur erfolgreich gestalten und beenden, wenn die Vermittlung in eigenen und angemessenen Wohnraum gelingt. Hohe Mieten und der Wohnungsmangel haben zusammen mit dem Fachkräftemangel darüber hinaus dazu geführt, dass die Frage einer sozialen Wohnungspolitik, zumindest in den Großstädten, auch ein wichtiger Aspekt bei der Gewinnung und beim Halten von Fachkräften geworden ist. Die öffentliche Reaktion auf die neue Wohnungsnot wird dominiert von Forderungen nach Maßnahmen zur Dämpfung der Mietpreissteigerungen und von Forderungen, den Wohnungsneubau, insbesondere im sozialen Wohnungsbau, anzukurbeln. Das sind richtige und notwendige Handlungsansätze. Sie reichen aber nicht aus, um die auf dem Wohnungsmarkt besonders benachteiligt mit Wohnraum zu versorgen. Denn es gibt viele Gruppen, die auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt nicht nur aufgrund ihres Einkommens benachteiligt sind, sondern aufgrund von Vorbehalten diskriminiert und ausgegrenzt werden oder aus anderen Gründen sich nicht selbst versorgen können. Der Bau von Sozialwohnungen allein kann dagegen nur wenig ausrichten, denn die auf dem Markt besonders Benachteiligten konkurrieren mit beliebteren, oft in Arbeit stehenden Interessenten, die ebenfalls auf Sozialwohnungen angewiesen und zum Bezug berechtigt sind. Die Benachteiligten und Diskriminierten ziehen in dieser Konkurrenz oft den Kürzeren. Neben Maßnahmen zur Begrenzung der Mietpreissteigerung im Bestand und bei Neuvermietungen und neben dem Neubau von günstigen Sozialwohnungen muss die Zugänglichkeit der vorhandenen Wohnungsbestände für Benachteiligte auf dem Wohnungsmarkt verbessert werden und es müssen Instrumente geschaffen werden, die gezielt Benachteiligte und Ausgegrenzte mit Wohnraum versorgen.
Ein wesentliches Instrument sind die Bindungen für anerkannt vordringlich Wohnungssuchende, wie es in Hamburg heißt, oder für Wohnungsnotfälle, wie vielleicht in anderen Städten gesagt wird. Es ist hier nicht der Raum, die einzelnen Punkte dieser und der nächsten Folie zu erläutern. Ich möchte mit dieser und der nächsten Folie nur andeuten, dass wir mit unseren Bündnispartnern eine differenzierte wohnungspolitische Programmatik entwickelt haben und wenn wir Missstände benennen, immer auch mit konkreten und realitätstüchtigen Lösungsvorschlägen aufwarten. Also im Bereich der Neubaupolitik haben wir die Forderung entwickelt im Bündnis, die Erhöhung des Anteils an sozialem Wohnungsbau, wo die Stadt Einfluss hat, von einem Drittel auf 50% zu erhöhen. Wir haben verschiedene Vorschläge zur Weiterentwicklung des Instruments der Konzeptvergabe entwickelt, Erhöhung der Bindungsdauer und aber auch in der Bestandspolitik, die häufig vernachlässigt wird in der Betrachtung und wo häufig nur über den Neubau stattdessen gesprochen wird, gibt es eine Reihe von Instrumenten, die man gezielt nutzen kann, um Benachteiligungen zu mildern oder um bestimmte Personengruppen besser zu versorgen. Ganz zentrales Instrument sind die Richtlinien zur Beurteilung der Angemessenheit der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II und 12. Die Rolle kommunaler Unternehmen zur Versorgung von Menschen, die auf dem Markt keine Chance haben, der Abschluss von Kooperationsverträgen oder auch die Quotierung. Ich kann, wie gesagt, an dieser Stelle nicht auf die einzelnen Punkte eingehen. Hinderlich. Moment. Hinderlich bei der Vermittlung von Wohnungsnotfällen in angemessene Wohnungen sind auch hartnäckige, oft durch Medienberichterstattung immer wieder aktualisierte Vorurteile über arme und benachteiligte Menschen, die sich vermeintlich nicht in Nachbarschaften einfügen und Mieterpflichten nicht erfüllen können. Auch Leitideen oder Ideologien wie die Förderung einer guten sozialen Mischung von Stadtteilen und Vierteln verstärken die Ausgrenzung armer Menschen von der Wohnungsversorgung. Auch das kann ich nicht weiter ausführen an dieser Stelle. Zu den zur Ausgrenzung führenden Konzepten gehört ferner die Vorstellung, dass viele wohnungslose Menschen nicht wohnfähig seien. Die Überzeugung, dass Wohnfähigkeit erst einmal durch Beratung, Therapie und Trainings in Sonderwohnformen hergestellt werden muss, ist in Sozialarbeit wie in Politik und Verwaltung weit verbreitet. Inzwischen wird diese Vorstellung durch die breite Rezeption des Housing-First-Ansatzes endlich zurückgedrängt. Weiterhin ist es wichtig, dass die lokale Wohnungspolitik sich zeitlich und inhaltlich konkrete Ziele setzt, also so eine Art Wohnungsnotfallhilfeplanung entwickelt. Und als letzten Punkt, darüber haben wir heute schon mehrfach gesprochen, nenne ich nur kurz, die wohnungspolitische Rolle diakonischer Träger und der Kirche ist weiterzuentwickeln. Da gab es in den Diakonietexten Nummer 4 2014, wurde darauf schon eingegangen. Da heißt es an einer Stelle zusammenfassend, die Kirchen und ihre Wohlfahrtsverbände sind aufgefordert, eigene Immobilien und oder bebaubare Grundstücke mit der Maßgabe einer Nutzung für Wohnungsmarktbenachteiligte für eine soziale Wohnungsversorgung einzubringen. Für unsere Lobbyarbeit für eine soziale Wohnungspolitik nutzen wir die üblichen Instrumente. Wir werben für eine Umsetzung unserer Lösungsvorschläge in Fachgremien, in Fachgesprächen mit Politik und Verwaltung. Wir nutzen das Instrument der Initiierung parlamentarischer Anfragen, nicht nur um auf Themen aufmerksam zu machen, teilweise auch um überhaupt erst für uns erforderlichen Daten in Erfahrung zu bringen. Wir nutzen auch die Öffentlichkeit durch Publikation von Fachtexten, die Teilnahme an Fachtagungen, machen Diskussionsveranstaltungen, veröffentlichen Pressemitteilungen. Wir bringen unsere Expertise und Forderungen in die Arbeit von Fachverbänden und der Diakonie Deutschland ein. Wir arbeiten dabei nicht nur mit den anderen Wohlfahrtsverbänden im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege in Hamburg zusammen, sondern wir tragen die Interessen der Wohnungsnotfälle, der auf dem Wohnungsmarkt Diskriminierten und Ausgeschlossenen, möglichst auch in die stadtpolitische Initiativenlandschaft, die sich in Hamburg im Recht auf Stadtnetzwerk zusammenfindet.
Wir werben in diesen Zusammenhängen für die sozialen Belange, auch dort wahrlich kein Selbstläufer. Anfang 2016 hat der Senat ein Gesamtkonzept zur besseren Versorgung von anerkannt vordringlich Wohnungssuchenden mit Wohnraum auf den Weg gebracht. Jedoch waren die projektierten Maßnahmen zur Lösung der Probleme in qualitativer und quantitativer Hinsicht völlig unzureichend. Angesichts dieser besorgniserregenden Entwicklung gründeten Caritas Hamburg, Diakonie Hamburg, der Mieterverein Mieter helfen Mietern und Stadtbau Hamburg, ein alternativer Stadtentwicklungs- und Sanierungsträger, das Hamburger Bündnis für eine neue soziale Wohnungspolitik, um gemeinsam, kontinuierlich und öffentlichkeitswirksam für eine neue soziale Wohnungspolitik zu werben. Zum Auftakt stellte das Bündnis der Öffentlichkeit im Juni 2016 einen Ziel- und Maßnahmeplan zur Veränderung der Situation vor. Übergreifendes Ziel: Der Senat solle sich verpflichten, in den nächsten 5 Jahren die Zahl der unversorgten Wohnungsnotfälle zu halbieren. Die Lobbyaktivitäten dieses Bündnisses in den folgenden 3 Jahren hatten jedoch keinen substanziellen Erfolg. Im Vorfeld der Bürgerschaftswahl startete dann das Bündnis im Sommer 2019 die Kampagne Einfach Wohnen, um die Situation der Wohnungsnotfälle und die Lösungsvorschläge einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen und den Druck auf die Politik zu erhöhen. Für diese Kampagne wurde ein breiterer Unterstützerkreis gewonnen. Es wurde eine Website gestaltet und auch für einige Monate mit zusätzlichen Mitteln ein Campaigner beauftragt, uns zu unterstützen. Ab August 2019 meldete sich die Kampagne Einfach Wohnen immer wieder auf Veranstaltungen und Pressemitteilungen zu Wort. Und einige auf mediale Wirkung zielende Aktionen stellten verschiedene Aspekte der Wohnungsnot und Lösungsansätze vor. Nach der Auftaktpressekonferenz, wo wir hier das Bild sehen, unter freiem Himmel in Sichtweite des Rathauses, wurde im September vor einem seit 6 Jahren leerstehenden Haus auf den Skandal des Wohnungsleerstandes aufmerksam gemacht. Später wurde gemeinsam mit bauwilligen sozialen Investoren im Rahmen eines symbolischen ersten Spatenstichs auf einem Grundstück im Westen der Stadt der Senat aufgefordert, städtische Flächen für Wohnungsbau für Menschen in Not anzubieten. Mit einer Aktion auf einem neuen Stadtentwicklungsgebiet im Hafen bekräftigte die Kampagne ihre Forderung nach einer 50%-Quote für den sozialen Wohnungsbau und forderte, dass die Hälfte der in diesem Stadtteil geplanten 3.000 Wohnungen öffentlich gefördert und wiederum die Hälfte davon speziell für Wohnungsnotfälle gebaut werden sollen. Diese Aktivitäten fanden zwar Resonanz in den Medien und in einer kritischen Öffentlichkeit, nicht jedoch bei den politisch Verantwortlichen. Weder im Wahlprogramm noch nachher im Koalitionsvertrag der Regierungsfraktionen finden sich Maßnahmen, die die Versorgung der Wohnungsnotfälle erheblich verbessern könnten. Was haben wir also erreicht? Unser Ziel, dass wirksame Maßnahmen beschlossen werden, die Zahl der unversorgten vordringlich Wohnungssuchenden substanziell zu verringern, haben wir nicht erreicht. Die Zahl der unversorgten Wohnungsnotfälle verharrt vielmehr auf sehr hohem Niveau. Am Ende des Jahres sind es etwa 13.000 Haushalte gewesen. Wir haben sicherlich dazu beigetragen, dass das Thema weiter oben auf der Agenda steht und dass kleinere Verbesserungen auf den Weg gebracht wurden, etwa bei den Regelungen zur Beurteilung der Angemessenheit der Kosten der Unterkunft. Es gab kleine Zugeständnisse bei der Aufhebung von Freistellungsgebieten. Es gab Verbesserungen in einigen Förderprogrammen, jedoch wirklich keine Trendwende. Vor 2 Wochen verkündeten Senat und Vertreter zweier Volksinitiativen eine Einigung, die 2 Volksentscheide abwendet. Die Vereinbarung zwischen Senat und Initiativen sieht vor, dass künftig ein Teil der neu gebauten Sozialwohnungen, Ziel ist pro Jahr 1.000 Wohnungen, mit einer 100-jährigen Mietpreisbindung ausgestattet werden. Zudem soll der Verkauf von städtischen Wohnungen und Wohngrundstücken künftig grundsätzlich ausgeschlossen sein. Weiterhin sieht die Vereinbarung eine Erhöhung der Zielzahl von 300 auf 500 jährlich zu bauenden Wohnungen für anerkannt vordringlich Wohnungssuchende vor. Dieser letzte Punkt
wäre ohne eine jahrelange intensive Zusammenarbeit der Soziallobby mit den stadtentwicklungspolitischen Initiativen, von den Volksinitiativen wahrscheinlich nicht in den Kompromiss mit dem Senat hineinverhandelt worden. Gebaut sind diese Wohnungen aber mit der Hineinformulierung in einen Zielplan noch nicht. Dazu sagen Kritiker, muss man insbesondere die Grundstückspolitik in Hamburg noch deutlich anders ausrichten, wenn das realistisch werden soll. Das wohnungspolitische Programm der Bundesregierung und das Ziel der Bundesregierung, Obdach und Wohnungslosigkeit bis 2030 zu überwinden, werden in den kommenden Jahren hoffentlich auch Spielräume eröffnen, die überall im Land von lokalen Akteuren einer neuen sozialen Wohnungspolitik im Interesse der vom Wohnungsmarkt diskriminierten und ausgegrenzten Gruppen beherzt, programmatisch klug und politisch mutig genutzt werden sollten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Karin Holzinger, ich bin bei der Berliner Stadtmission Fachbereichsleitung für die Wohnungslosenhilfe. Und ich fand es einen durchaus sehr vielfältigen, spannenden Tag bis heute. Danke für alle Inputs und die Diskussionen. Und ich freue mich, dass ich jetzt sowas wie einen Bogen zur Praxis der Wohnungsnotfallhilfe nochmal schlagen darf. Wobei auch Stefan Nagel schon vieles angesprochen hat, was aus der Praxis heraus relevant ist. Das 9-Punkte-Papier der Diakonie legt ja den Finger vor allem auf den wunden Punkt Wohnraum. Das finde ich ist richtig und wichtig, denn ohne Wohnung nützt die beste Wohnungsnotfallhilfe nichts. Aus der Perspektive eines Trägers, der in der Wohnungslosenhilfe aktiv ist, möchte ich ein paar Akzente zu einigen der Thesen setzen. Ich fange mal an ganz hinten mit dem Punkt 9. Hier wird die Bedeutung von Prävention erwähnt und ein Ausbau von beratenden Fachstellen gefordert. Ich denke mal, keiner wird der Aussage widersprechen, dass Prävention das effektivste und kostengünstigste Mittel gegen Wohnungslosigkeit ist. Die aktuelle Realität ist, dass viele vorhandene Beratungsstellen und auch andere vergleichbare niedrigschwellige Angebote wie Tagesstätten um das finanzielle Überleben kämpfen. Zuwendungen werden gekürzt, manchmal gestrichen oder zumindest nicht erhöht, was bei steigenden Personal- und Sachkosten einer Kürzung gleichkommt. Die sozialen Wohnhilfen der Bezirke sind stark überlastet. Also bei uns in Berlin kommt es sogar immer wieder dazu, dass Behörden längerfristig ganz schließen und gar keine Menschen mehr dorthin kommen können. Für die Betroffenen heißt das, dass nicht alle die Unterstützung bekommen, die nötig wäre, um die Lebenssituation zu stabilisieren und oder einen drohenden Wohnungsverlust abzufangen. Das heißt, auf der einen Seite reichen die Hilfeangebote nicht aus, und gleichzeitig kommen aber mehr Menschen in die Beratungsstellen. Dazu gehören auch immer mehr Erwerbstätige und Familien. Und das ist eine relativ neue Entwicklung. Und diese Menschen verfügen über persönliche Ressourcen, aber finden einfach keine bezahlbare Wohnung. Und ich bin persönlich vor einiger Zeit angeschrieben worden von einer jungen Frau, die wegen eines Jobwechsels nach Berlin zog und mich fragte, ob ich ihr Angebote der Wohnungslosenhilfe empfehlen könne, die für sie als Frau empfehlenswert sind, weil sie einfach keine Wohnung gefunden hat. Es gibt ja gesetzlich verankerte Hilfen für Menschen in Wohnungsnot und die sind eigentlich auch ganz ordentlich. Die richten sich allerdings natürlich nur an Menschen, deren, ich zitiere, besonderen Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Das heißt im Klartext, also wenn man nur Probleme hat, eine Wohnung zu finden, dann reicht das nicht aus. Und das führt eben dazu, dass manchmal gewartet werden muss, bis die Problemlage schon eskaliert ist durch Schulden oder Sucht, bevor dann Unterstützung möglich wird. Eine Kollegin aus der Beratungsstelle hat mir gesagt, wenn diese Leute, die anfragen, wir müssen sie abweisen, weil sie keinen Anspruch haben, dann das nächste Mal wiederkommen, dann kann man richtig sehen, wie viel schlechter es ihnen inzwischen geht. Und das andere, was passiert ist, damit sozialrechtliche Hilfen erfolgreich beantragt werden können, werden die persönlichen Defizite bei den Betroffenen in den Vordergrund gestellt und auch richtig groß gemacht. Und das trägt dazu bei, dass Wohnungslosigkeit eben vor allem als ein individuelles Versagen stigmatisiert wird. Da sehe ich auch ein ganz großes Problem drin, weil das sozusagen so ein gesellschaftliches Mantra ist, dass es immer Einzelne sind, die ihre Wohnung verlieren, weil sie persönlich dazu eben viel beigetragen haben.
Problematisch finde ich auch, dass die Leistungstypen der Hilfen nach dem Gesetzbuch 12 sich traditionell auf alleinstehende Hilfesuche beschränken und beziehen. Hilfsbedürftige in Mehrpersonenhaushalten werden dabei nicht berücksichtigt, weil es eben auch noch bisher nicht so oft vorgekommen ist. Noch zwei kurze Gedankenanstöße zur Prävention. Für eine wirksame Prävention müsste es überall, und zwar in ländlichen Gebieten genauso wie in den Städten, Strukturen und Ressourcen geben, die aufsuchende Hilfen ermöglicht. Also die zu den Menschen geht, bevor es zu spät ist, anstatt, wie es häufig der Fall ist, dass die Ämter einfach nur noch einen Brief schreiben, wenn sie Hilfe brauchen, kommen sie zu uns. Und diese Briefe werden aber schon ganz lange nicht mehr geöffnet. Und zum anderen, das hatte ich heute Morgen schon angemerkt, ich finde es total unbedingt notwendig, dass das Mietrecht geändert wird, sodass es bei einer fristlosen Kündigung nicht gleichzeitig auch eine fristgerechte Kündigung ausgesprochen werden kann, die eben dann auch noch weiter Bestand hat, selbst wenn die fristlose Kündigung geheilt wird. Ja, dann möchte ich noch auf die Punkte 4 und 5 schauen. Dort wird eine Unterstützung für Menschen gefordert, die auf dem freien Wohnungsmarkt keine Chance haben, und der Abbau der strukturellen Hürden für wohnungslose Menschen auf dem Weg zu einer Wohnung wird angemahnt. Und es gibt ja jetzt seit Neuerem eine bundesweite Zählung wohnungsloser Menschen, die noch unter einigen Kinderkrankheiten leidet. Aber dabei werden auch längst nicht alle Personengruppen, um die es geht, erfasst. Ich nenne mal ein paar davon. Zum Beispiel junge Menschen, die über langen Zeitraum Couchhopping machen, weil sie eben keinen eigenen Wohnraum haben. Frauen, die sich auf unheilvolle Beziehungen einlassen, damit sie nicht wohnungs- oder sogar obdachlos werden. Die vielen, die in unzumutbaren Mietverhältnissen leben. Geflüchtete fristen ihr Dasein in Gemeinschaftsunterkünften häufig über Jahre, weil sie eben trotz ihrer Anerkennung keine Wohnung finden. Und aus der Perspektive der Wohnungsnotfallhilfe in Berlin möchte ich besonders Migrantinnen aus Europa nennen, die mit ungeklärten oder nicht vorhandenen sozialrechtlichen Ansprüchen hier sind und die bei uns auf den Straßen verelenden und auch sterben. Also das habe ich vor 20 Jahren nicht so erlebt. Das ist inzwischen, gehört es zum Alltag, dass Menschen auf der Straße sterben. Und die Lösungen hier sind natürlich weder auf kommunaler noch auf Bundesebene zu finden, sondern die müssen auf Europaebene gefunden werden. In jedem Fall ist es nicht hinnehmbar, wenn Menschen in Wohnungsnot gegeneinander ausgespielt werden und dann nur die Stärksten eine Chance haben, eine Wohnung zu finden. Das hat ja Stefan Nagel eben auch schon sehr deutlich benannt. Wenn die Wohnung verloren ist, dann sind die strukturellen und institutionellen Hürden, die eine Rückkehr erschweren, enorm hoch. Und ehrlich gesagt würde ich mal vermuten, dass es durchaus möglich ist, dass etliche von uns, die wir hier beisammen sind, auch an diesen Hürden scheitern würden. Zumal eben, das habe ich eben schon mal gesagt, ich möchte es nochmal betonen, der Verlust von Wohnungen gesellschaftlich eben immer noch total mit dem Stigma verbunden ist, dass wer seine Wohnung verliert, dass er das selber zu verantworten hat und dass es als ein persönliches Scheitern gesehen wird. Und das ist natürlich in hohem Maße beschämend und zerstört das Selbstbewusstsein. Hier braucht es ein gesellschaftliches Umdenken oder eine Lobbyarbeit, um da einfach auch Veränderungen im Denken zu schaffen. Ich bin sehr dankbar, dass in Berlin in den letzten Jahren im Bereich der Wohnungslosenhilfe sehr viel Bewegung und Veränderung erkennbar ist. Und zum Beispiel gibt es 24/7 Unterkünfte und wir hatten ja das Modellprojekt Housing First, was jetzt verstetigt wurde. Und das sind nur zwei Ansätze, die die Hilfelandschaft bereichern und eben auch dazu beitragen, dass es zu einem Umdenken kommt und dass das Thema auch überhaupt gesellschaftlich bedacht wird. Wenn wir heute und in der Zukunft über Wege aus der sozialen Schieflage nachdenken, dann müssen wir, und das ist mein Abschlusssatz zu den Thesen, eben neben allen Anstrengungen, ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, immer auch an den strukturellen und institutionellen Rahmenbedingungen arbeiten, die es braucht, damit Menschen ihre Wohnung entweder nicht verlieren oder ein Wohnungsverlust nicht zur Endstation wird. So viel von mir erstmal gerade. Vielen Dank, liebe Karin. Ich würde direkt erstmal an Michael David dann abgeben wollen.
Ja, Michael David, ich leite das Referat Soziales bei der Diakonie und bearbeite aber auch schon lange bei der Diakonie das Thema Sozialpolitik gegen Armut und soziale Ausgrenzung. Und genau das ist, was uns hier auch beschäftigt und was ich einordnen möchte. Was mir sehr im Gedächtnis geblieben ist in den letzten Jahren, ist, dass wir eine heiße Debatte hatten darüber, wie beschreiben wir denn eine diakonische Position zu Angemessenheitskriterien bei Hartz IV, beim Wohnen. Und das zeigt eigentlich sehr gut, in welchem Dilemma wir uns in dieser politischen Gemengelage bewegen. Wenn wir sagen, jegliche Miete soll übernommen werden, damit die Menschen eine Wohnung finden, hilft das den Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, günstigen Wohnraum zu erreichen. Auf der anderen Seite ist das sozusagen eine Quersubvention in den Wohnungsmarkt hinein, der immer ungerechter wird, wo die Wohnungen immer teurer werden und wir dann sagen, na gut, dann machen wir das jetzt aus den Sozialleistungen heraus. Wenn man das nicht macht, hat man die Situation, dass Menschen gar keine Möglichkeit mehr haben, zu den Preisen, die in der Grundsicherung als angemessen gelten, Wohnraum zu finden. In diesem Kontext habe ich nicht die Fantasie, wie man ein vernünftiges Modell von Angemessenheit bei den Wohnkosten beschreiben kann, wenn man sich nicht traut, sich auch mal anzugucken, was für Stellschrauben wir eigentlich haben. Und die Stellschrauben, die uns fehlen, sind über die Jahre systematisch abgebaut worden. Das war ja heutzutage auch immer wieder Thema. Das heißt, wir haben eine soziale Schieflage und diese soziale Schieflage lässt sich aber eben nicht einfach über Sozialleistungen ausgreifen, sondern wir müssen uns anschauen, dass ja der Wohnungsmarkt auch nicht einfach irgendein x-beliebiges Gut ist, sondern wir haben es hier mit einem Bereich der Daseinsvorsorge zu tun. Es ist existenziell wichtig für Menschen zu wohnen und egal wie prekär Menschen sich einrichten, jeder Mensch wohnt irgendwie und sei es unter schlimmsten Bedingungen an Orten, wo andere froh sind, dass sie das so nicht tun müssen, aber jeder Mensch wohnt irgendwie auf irgendeine Art und Weise und es ist in der Hand der Gesellschaft dafür zu sorgen, dass diese Art des Wohnens gut ist, angemessen ist, menschenwürdig ist, Menschen selber sich einrichten können in der Art und Weise, wie sie das tun wollen. Und deswegen müssen wir neben den Fragen, das ist in der ersten These ja auch drin, Bürgergeld und Wohngeldreform, auch eben darüber reden, wie wir diese Leitplanken einrichten wollen. Und das bedeutet, dass wir hier wirklich einen Neustart machen müssen in der Wohnungspolitik. Wir müssen also wieder raus aus dieser Ecke, in die alle Fragen der Daseinsvorsorge gedrängt wurden. Vorhin fiel dass der Begriff auch neoliberale Phase und was da alles berichtet wurde, es wurde im Großmaßstab kommunaler Wohnraum verkauft und wir erleben jetzt, dass das eigentlich nicht geht. Ich habe manchmal den Eindruck, man verzeiht mir die Polemik, dass Rundfunk und Fernsehen in Deutschland besser reguliert sind im Sinne der öffentlichen Daseinsvorsorge als das Wohnen. Ich habe nichts dagegen, dass Fernsehen und Rundfunk gut reguliert sind. Ich würde es mir aber auch wünschen, dass es in diesem Wohnungsbereich gemacht wird und es hat auch deswegen eine sehr große Bedeutung und auch das ist ja ein Aspekt, der in diesen Thesen aufgerufen wird, dass wir in der Art und Weise, wie wir heutzutage wohnen, jenseits der Frage der Erreichbarkeit dieses Wohnraums, also wer kann da rein, wer kann diesen Wohnraum in Anspruch nehmen, auch mit diesem Wohnungsbestand, wie er heute ist, ja nicht wirklich zukunftsfähig sind. Es stellen sich ja große ökologische Fragen, die werden jetzt drückend dadurch, dass man viel zu lange diese Konzentration auf fossile Energien, auf billiges Gas und all diese Dinge sich geleistet hat, jetzt sozusagen unter Kriegsbedingungen vor Augen geführt bekommt, dass das so nicht geht. Es geht aber auch unter ökologischen Bedingungen nicht. Ich wundere mich immer ein bisschen, als ich mich an die großen Demonstrationen von Fridays for Future, gerade kurz bevor die Corona-Phase kam, erinnere, gab es immer noch so Argumente, na ja, aber man kann jetzt nicht das und das und das und das machen. Wir erleben natürlich auch, dass eine Gesellschaft in dem Moment, wo sie im absoluten Krisenmodus ist und diesen auch als solchen versteht, durchaus in der Lage auch ist, entschlossen zu reagieren. Das ist die Situation, in der wir heute stehen. Wir werden aber auch notwendigerweise
im ökologischen und im klimapolitischen Rahmen immer wieder in solche Situationen geraten. Und deswegen muss natürlich auch der Wohnungsbestand saniert werden, müssen wir ökologisch umbauen und all diese Dinge. Und das kann man aber nicht, wenn man dann sagt, ja, da gibt es irgendwelche Förderprogramme, ja, da gucken wir mal, was die Anreizprogramme für Vermieterinnen sind, etc., sondern wir müssen das Ganze so gestalten, dass trotz allem Wohnraum tatsächlich für alle erreichbar ist und das nicht dazu führt, dass regelmäßig Wohnraum teurer wird und das dann eben die Menschen aus dieser Angemessenheit raustreibt. Das alles zeigt, dass wir es hier eben nicht einfach mit individuellen Schicksalsschlägen zu tun haben, sondern mit systematischen Fragen, dass der Staat auch tatsächlich und die Gesellschaft in diesen Wohnungsmarkt rein müssen und da Regeln setzen müssen. Dabei geht es gar nicht darum, und das ist ja immer die Unterstellung, man würde da sozusagen einer Form von Neosozialismus das Wort reden. Für manche hat das ja einen schrecklichen Klang, wenn sie dieses Wort hören. Es geht einfach um Regelungen, die ja grundsätzlich auch zu einer funktionierenden Marktwirtschaft überhaupt dazugehören. Also wer so einen anderen Begriff wie Ordoliberalismus kennt, der ja auch lange Zeit in Deutschland eine Rolle gespielt hat, weiß, dass wir Leitplanken brauchen, damit eine Gesellschaft überhaupt einen Markt funktionsfähig erhalten kann und auch Marktteilnahme möglich ist. Dafür stehen auch Begriffe wie New Deal und all diese Traditionen eines Linksliberalismus, der einfach zeigt, gleichberechtigtes Mitwirken, gleichberechtigtes Wirtschaften, gesellschaftliche Beteiligung geht nicht, wenn man überhaupt keine Regeln macht. Es geht auch schon kein Spiel ohne Regeln. Und das weiß jeder, der schon mal irgendeine Form von Sport gesehen hat. Und das gilt in der Gesellschaft ganz genauso. Und deswegen geht es jetzt darum, diese Regeln zu beschreiben, zu sehen, dass Grund und Boden nicht einfach eine Spekulationsware sind, ein soziales Gut, das Eigentum verpflichtet. Und dass wir eben an diesem Punkt schauen müssen, dass nicht einfach leistungslos hohe Profite generiert werden, die dann quasi zulasten aller ausgeglichen werden müssen. Wohnen ist ein soziales Grundrecht. Bezahlbar Wohnen ist eben genau die große soziale Frage, die wir uns jetzt anschauen müssen, wo wir eben auch ran müssen, wo wir uns Fragen der neuen Wohngemeinnützigkeit stellen müssen. Das wird später im Winter 2022 klar. Wir brauchen eine wirksame Prävention gegen Wohnungslosigkeit. Wir brauchen eine entschiedene Wohnungspolitik. Und wir haben Winter. Wir werden diesen Winter erleben, was das bedeutet, dass dieser ganze Druck auch bei den Menschen, die Schwierigkeiten am Wohnungsmarkt haben, ankommt. Wie gut die Instrumente wirken, die jetzt verwirklicht wurden, werden wir sehen. Was aber deutlich ist, ist, langfristige Aufgaben warten hier auf uns. Der Rahmen muss klar beschrieben werden. Der Staat muss handeln. Dankeschön. Lieber Michael, vielen, vielen Dank. Der Staat muss handeln. Jetzt muss er erst mal kommentieren, Herr Dr. Strengmann-Kuhn. Ich würde mich freuen, wenn Sie das, was Sie jetzt gehört haben von Frau Holzinger und Herrn David, vielleicht einmal kurz in Ihren Kommentar mit aufnehmen. Und uns vielleicht sagen, ja, was Sie vielleicht ähnlich sehen, was Sie vielleicht auch anders sehen oder was Sie vielleicht ergänzend sagen möchten, was aus Ihrer Sicht getan werden muss, damit wir dieses große Problem der Wohnungsnot in Deutschland für die Menschen lösen können. Herr Strengmann-Kuhn, vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die Diskussion zu diesem wichtigen Thema. Vielen Dank auch an Michael David und Karin Holzinger, wo ich an vielen Punkten, glaube ich, gut anschließen kann. Also so stark kontrovers wird es nicht, aber ich habe vielleicht mal auch den einen oder anderen Aspekt, den ich ergänzen kann. Vielleicht nochmal eine Vorbemerkung zu mir. Ich bin Obmann im Ausschuss für Arbeit und Soziales und bevor ich im Bundestag war, war ich Armutsforscher, habe also einen sehr stark sozialpolitischen Blick, weniger einen wohnungspolitischen auf das Thema. Ich finde es aber gerade diese Kombination aus beidem für das Thema ganz wichtig. Was Michael David und Karin Holzinger auch schon betont haben, Obdachlosigkeit sind nicht nur alte, alleinstehende Männer. Das ist so das Bild eines Obdachlosen, eines Penners, der unter der Brücke schläft. Das hat sich deutlich verändert. Also es sind zunehmend auch Frauen, teilweise Familien, junge Leute, Straßenkids heißt es dann häufig, da gemeint sind aber eher Jugendliche, die auf der Straße leben müssen. Und was auch ganz wichtig ist, haben auch beide schon
betont, Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit ist kein individuelles Versagen oder hängt nicht daran, dass Leute psychische Probleme haben, Alkoholprobleme etc. Das kommt häufig dann auch noch dazu, aber es sind strukturelle Probleme und deswegen ist eben die Politik gefragt. Und die Politik ist aber auch gefragt, weil Wohnen ein Menschenrecht ist. Das ist in dem Punkt 4 erwähnt und deswegen ist die Politik gefragt und das hat lange gedauert, bis das in der Bundespolitik angekommen ist und ich bin froh, dass jetzt im Koalitionsvertrag drinsteht, dass der Bund einen nationalen Aktionsplan auf den Weg bringt. Es gab immer die Äußerung, ja, da sind doch die Kommunen für zuständig und die Länder, nicht der Bund. Nein, falsch, auch der Bund ist da sehr verantwortlich, natürlich in Kooperation mit den anderen Ebenen. Man muss an ganz vielen Punkten ansetzen und einen Punkt so allgemeiner Art möchte ich auch nochmal unterschreiben. Michael David hat es eben auch schon mal angesprochen. Im Punkt 9 steht, das Ziel, Wohnungslosigkeit zu beseitigen, können wir nur erreichen, wenn die Gewährleistung von ausreichendem, bezahlbarem und energetisch hochwertigem Wohnraum als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge anerkannt und realisiert wird. Und da ist man bei der Frage, wie organisiert man den Wohnungsmarkt? Und in der Tat muss man da nicht an sozialistische Zustände denken, sondern da gibt es auch im Rahmen der Marktwirtschaft viele Möglichkeiten. Man muss nur mal nach Wien gucken, wie da die Wohnungssituation aussieht, nämlich ganz anders als bei uns. Und die Privatisierung, die über Jahrzehnte bei uns passiert ist, war ein großer Fehler. Und das rückgängig zu machen, geht aber nicht so schnell. Das heißt, alle, die da irgendwie schnelle Lösungen haben, muss man immer vorsichtig sein. Wir haben da also dicke Bretter zu bohren. Wenn ich auf die einzelnen Punkte eingehe, würde ich es vielleicht noch mal ein bisschen anders sortieren. Prävention ist angesprochen worden. Man unterscheidet da primäre Prävention und sekundäre Prävention. Primäre Prävention ist Wohnungspolitik einerseits, Sozialpolitik auf der anderen Seite. Also Schaffen von bezahlbarem Wohnraum. Da ist heute schon ganz viel drüber diskutiert worden. Da will ich gar nicht viel ergänzen. Uns ist Wohngemeinnützigkeit besonders wichtig als Grüne, taucht auch in den Punkten bei Punkt 8. Auch dazu gehört natürlich die Förderung von Sozialwohnungen. Ganz wichtig ist, dass es aus unserer Sicht nicht nur eine Sozialwohnungsquote geben müsste, sondern auch eine Housing-First-Quote. Also bei größeren Wohnprojekten sollte ein bestimmter Bestandteil für Housing-First mit dabei sein. Karin Holzinger hat ja das Projekt in Berlin schon angesprochen. Ich komme da später nochmal drauf zurück, auf Housing First. Und was wir auch brauchen, ist ein Immobilienregister. Ich wohne in Frankfurt am Main und wo die Mieten ja auch durch die Decke gehen, auch die Eigentumspreise und die Bodenpreise. Aber man sieht immer wieder, wenn man durch die Stadt geht, viele leerstehende Wohnungen oder auch bei Neubauten sieht man, wie viele Wohnungen da leer stehen. Und die Politik weiß gar nicht, was alles leer steht. Und Eigentum verpflichtet ist auch angesprochen worden. Punkt 6 ist da ganz ein wichtiger Punkt. Und auch Enteignung ist in Punkt 7 angesprochen, darf kein Tabu sein, ist natürlich eher so ein letztes Mittel. Aber wenn der Punkt Eigentum verpflichtet nicht wahrgenommen wird, dann ist das auch eine Variante. Aber ich würde vor allen Dingen den Punkt soziale Sicherung nochmal ansprechen, weil es eben nicht nur darum geht, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen politisch, sondern es hat ja auch was damit zu tun, dass die Menschen auch Wohnungen sich leisten können. Und Michael David hat es angesprochen, die Frage Existenzsicherung, existenzsichernde Grundsicherung, Hartz IV, demnächst Bürgergeld, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ist in dem Punkt 1 angesprochen, auch in der Kombination mit Wohngeld. Beim Wohngeld haben wir ja jetzt gerade eine Reform verabschiedet. Beim Bürgergeld, was an sich eine sehr gute Reform ist. Ich hoffe, dass wir das auch nicht durch den Vermittlungsausschuss zu stark verwässert kriegen. Bei der Frage Regelsatz haben wir keinen großen Durchbruch erreicht. Die bessere Anpassung an die Inflation ist gut, die 50 Euro, die jetzt Anhebung passieren, aber wir haben es nicht geschafft, den Regelsatz grundsätzlich anders zu berechnen. Das ist nach wie vor eine wichtige Forderung auf der Tagesordnung, wo die Diakonie auch eine ähnliche Position hat wie wir als Grüne. Das Thema Kosten der Unterkunft wollen wir in der Ampel noch angehen. Wir haben jetzt schon vereinbart, dass es im Jahr 2023 noch ein zweites Bürgergeldgesetz geben
soll. Und im Punkt 2 ist das angesprochen. Da müssen auch energetische Standards mit berücksichtigt werden. Ist komplexes Thema, aber natürlich ist wichtig, dass in der Grundsicherung die Kosten der Unterkunft vernünftig abgesichert werden. Und was uns auch wichtig ist, gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Zu hohe Kosten der Unterkunft dürfen nicht zu Lasten des Regelbedarfs gehen. Ich habe selber mal als Aufstocker in den 90er Jahren Sozialhilfe bezogen. Damals war es noch so, wenn die Kosten der Unterkunft über der Angemessenheit war, wurden die trotzdem bezahlt, und zwar dauerhaft. Man wurde aufgefordert, eine neue Wohnung zu suchen. Das Argument war, wenn das nicht passiert, dann geht es ja zu Lasten des Existenzminimums. Und das ist jetzt bei vielen Leuten der Fall. Das ist eigentlich was, wo man einen Riegel vorschieben muss. Und ein weiterer Punkt, der nicht auftaucht, hat Karin Holzinger schon angesprochen, die Situation der EU-Bürgerinnen. Also uns als Grüne ein wichtiger Punkt, wo wir schon lange Wert darauf legen, dass der Ausschluss von EU-Bürgerinnen von Grundsicherungsleistungen völlig verfehlt ist und führt zu der Obdachlosigkeit, die wir ja alle beobachten. Im Koalitionsvertrag haben wir es immerhin hingekriegt, dass es eine sogenannte Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft, also Bund- und Länderregierungen zum Thema Obdachlosigkeit und EU-Bürgerinnen gibt. Die ist allerdings noch nicht gestartet, aber ich hoffe, dass das dann im nächsten Jahr passiert und wir da auch nochmal dran gehen. Und wir werden dabei das auch das Thema Zugang zur sozialen Sicherung diskutieren, was im Übrigen kein EU-Politikthema ist, sondern das können wir auf Bundesebene regeln. Das war übrigens auch schon bei der Einführung von Hartz IV so. Die erste große Koalition hat da den ersten Schritt zur Aufweichung gemacht und später dann nochmal die letzte große Koalition einen weiteren Schritt. Also wir wären da national durchaus möglich, den Zugang für EU-Bürgerinnen zu verbessern. Soweit zur primären Prävention. Sekundäre Prävention, da geht es darum, was passiert, wenn Wohnungslosigkeit droht. Da ist auf kommunaler Ebene viel zu machen. Zum Beispiel die bessere Zusammenarbeit von Ämtern auf kommunaler Ebene. In Punkt 9 ist erwähnt, ein Kündigungsmoratorium, jetzt gerade für die Phase, wo die Energiepreise so hoch sind, ist eine Forderung von uns. Die SPD unterstützt das auch. Wir sind da mit der FDP noch im Gespräch. Und Ausbau von Beratungsstellen ist natürlich wichtig für diese sekundäre Prävention und auch das in dem Punkt 5 erwähnte besondere Unterstützung für besondere Problemgruppen. Und dann drittens, jenseits der Prävention ist natürlich wichtig, was passiert im Notfall. Housing First ist da eine ganz zentrale Forderung. Da gab es viele Modellprojekte, die eigentlich alle das Ergebnis hatten, dass das eine gute Sache ist. Deswegen müssen wir über diesen Modellprojektstatus hinwegkommen, Dinge verstetigen, möglichst dafür sorgen, dass wirklich jeder Mensch, der es möchte, eine eigene Wohnung kriegt, wo dann die Unterstützung in der eigenen Wohnung passiert. Das ist besser als der umgekehrte Weg, erst Unterstützung und dann irgendwann mal eine eigene Wohnung. Ist nicht für jeden was, deswegen ein Angebot. Aber solange das noch nicht der Fall ist, brauchen wir für die Gemeinschaftsunterkünfte oder andere Unterkünfte Mindeststandards für eine angemessene Unterbringung. Und die Gesundheitsversorgung muss sichergestellt werden. Auch da gibt es noch viele Lücken für wohnungs- und obdachlose Menschen. Aber was vielleicht nochmal wichtig als Schlusssatz zu betonen, Hilfe ist wichtig, richtig und notwendig, aber Ziel muss sein, Obdachlosigkeit nicht nur zu lindern, sondern zu überwinden und tatsächlich dazu zu kommen in Deutschland, dass niemand auf der Straße leben muss. Wir haben im Koalitionsvertrag das Ziel 2030 angegeben. Das ist ein anspruchsvolles Ziel. Andere Länder haben damit schon früher angefangen und ich hoffe, dass wir das bald intensiv angehen. Das Wohnungsministerium fängt nächstes Jahr an. Ich weiß nicht, ob die Staatssekretärin heute Morgen da ein paar konkretere Punkte zugesagt hat. Mir ist es ehrlich gesagt ein bisschen zu langsam, was aber auch daran liegt, dass das Ministerium neu aufgebaut werden muss. Es gibt jetzt ein Referat, was da aufgebaut wird für den nationalen Aktionsplan und nächstes Jahr geht es dann richtig los. Vielen Dank.